So, hallo und willkommen zum nächsten Stream der St. Gallen-Karriere. Ich hoffe, ihr seid alle recht gut in den Tag gekommen. War bis jetzt angenehm für euch. So, ich habe zum letzten Stream habe ich schon mal die beiden Tage bis zum Luzernspiel weiter gespielt und schon mal ein paar Mitarbeitern, wo wir noch offene Stellen hatten, Verträge angeboten, in der Hoffnung, dass sie auch zu uns kommen. Ansonsten hat sich nicht viel getan. Campos und Görtler haben sich verletzt. Görtler fällt für 5 Wochen aus wegen einer gebrochenen Hand. Und Campos fällt 2 Wochen aus. Dürfte jetzt nicht allzu schlimm sein. Also, klar, Görtler ist unangenehm, aber können wir ja ersetzen. Campos, gut. Wir haben flexible Spieler in der Offensive, sollte auch nicht allzu schwer ins Gewicht fallen. Ja. Der Plan ist, dass wir heute zumindest mal bis zum Spiel gegen die Young Boys kommen. Wenn wir es schaffen, auch Basel. Dann mal gucken, wie das so mit den Mitarbeitern läuft, wer da kommt, wer da nicht will. Vielleicht schaffen wir auch noch ein paar Transfers. So. Dann gegen Luzern. Die Startelf dürfte im Großen und Ganzen passen, denke ich. Ja, also. Cabral ist wieder fit. Ich denke, ich werde ihn zur zweiten Hälfte mal reinschmeißen. Dasselbe gilt für Babic. Vielleicht geben wir Buba auch noch ein paar Minütchen. Müssen wir gucken, wie es sich ergibt. Finson kriegt die 28. Der wird vielleicht heute auch noch sein Debüt kriegen. Direkt. Ich will, dass ihr den Fans zeigt, was sie von uns erwarten. Und ich habe Vertrauen in euch alle. Görtler fällt verletzungsbedingt aus. Ja, ist klar, dass wir ihn vermissen, aber es ist Teil des Geschäfts. Wir müssen einen Weg finden, um ihn trotzdem zu gewinnen. Ich habe aber keine konkreten Bedenken wegen seinem Ausfall. Keine dieser Optionen. Ich vermisse gerade so ein bisschen die Fans. Erinnert irgendwie an Geisterspiele, die Atmosphäre hier. Und Geräuschkulisse. Aber der Ton ist an. Die Wiederholung hat auch richtig. Ja. Oh, Kreuche auf Adamu. Geht besser, ja, aber für die vierte Minute war das schon okay. Okay, Ecke für Luzern. Gut reagiert, Ziggy. Nächste Ecke Luzern. Ah. Schaub bringt die rein. Nu ist da. Kommt schon, Kreuch, hier holen dir. Okay, Nu ist wieder da. Gut. So, dann fordern wir mal ein bisschen mehr von den Jungs. Die sollen schließlich das Spiel gewinnen. Aber Stiller hat es da. Ruiz. Ist auf Kreuchi. Zurück auf Quintilla. Ruiz, Stiller aus der Distanz. Haben Müller gehalten. Ist
Die Schüsse müssen ein bisschen schärfer kommen. Jakovic, und Adamu ist vorbei am Keeper, macht ne rein. Sehr schön. Und da sind ein paar Bengalos an. Warum grüne Bengalos im Luzernblock? Das macht keinen Sinn. Stillhart, hol ne dir. Ah. Oh, da war Muheim nicht gut in Position. Jakovic. Ah, und Kroiche fängt den Pass ab. Ja, leider kein Elfmeter. Okay, Ruiz stört. Der hat Platz, ah, bringt ihn aber nicht im Kasten unter. Dürfte so ziemlich die letzte Aktion in dieser Hälfte sein. Okay, Kreuche holt ihn wieder zurück. Kreuche bleibt am Ball, Flanke ist aber nicht so gut. Nu lässt sich dazu einfach überspielen. Aber Ziege hält den Ball. Sieht soweit schon ganz gut aus. War ganz gut soweit, aber da geht noch mehr. Und ihr alle könnt auch noch mehr. Stillert. Okay, Quintilla bringt ne rein. Aha, nun leider nicht drangekommen. Und das war sehr schlecht von Jakovic. Aber Muheim fängt ne gut ab. Schaub bringt die Ecke rein. Und Stergio ist da. Damo. Ich glaube, Kreuchi dürfte. Ah, schade. Und der fängt ihn ab. Und Adamu kriegt den Ball. Ah, Müller hält. War aber auch kein guter Abschluss von Adamu. Gilmenor hat den Ball. Quintilla und Müller hält wieder. Okay, ich bring Cabral für die Spielzeit, ich bring Babic für die Spielzeit. So, da geht nicht so viel. Feuern wir die Jungs mal an. Okay, wir nehmen. Ja, Ruiz Gilmeno, nun nehmen wir alle mal runter. Kreuche ziehen wir auf links, damit Buba spielen kann. Die Rasuba kommt rein. Ich bringe Staubli für Quintilla mit rein. Passiert hier offensiv noch was? Sieht ehrlich gesagt nicht so aus. Muheim bringt ne rein und Ecke. Kreuchi bringt die Ecke rein. Und der Torwart ist da. Stergio fängt ihn ab. Nu, Staubli
Drück auf Nu, der haut nach vorne, da kommt Kräuchi noch dran, ja. Da wird Babic leider beim Abschluss gestört. Okay, Kräuchi bringt die Ecke wieder rein. Auf Babic, kommt aber nicht an. Buber holt den Ball von Schaub. Gut gemacht, Buber. Breil bringt ihn auf Buba. Buba bringt ihn rein auf Stillhart. Und Müller kann den nur ans Alu abwehren. Kreuchi. Bring ihn rein. Und der kommt wieder nicht an. Aber Nu hält den Ball drin. Das war ein sehr schlechter Pass von Staubli. Okay, das Spiel ist durch. Ja, 1-0. Ich denke, das Ergebnis geht in Ordnung. Aber gegen stärkere Gegner müsst ihr euch schon steigern, Jungs. Also, das Ergebnis geht in Ordnung, aber es war jetzt kein grandioses Spiel von den Jungs. Da geht mehr. Okay, wir kriegen Spielanalysten. Damu hat für den Verein sein erstes Ligator erzielt. Ist ein großartiger Moment für Adamu. Ich wusste nicht, dass der VAR in dem Spiel zum Einsatz kam. Auch wenn ich grundsätzlich finde ich es gut, nur so wie er im Moment eingesetzt wird, ist der fragwürdig. Immer mehr Fans sind von ihrer offensiven Spielweise begeistert. Dürfen wir in Zukunft mehr erwarten? Ja, dürft ihr. Ich hoffe, mir Tore am Fließband. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Klar, wäre schön, aber das erwarte ich nicht. Ben Fox. Mittelfeldspieler. Scouten wir mal. Sandro Paunescu. Den hätte ich gerne. Den. Da müssen wir mal weiter scouten. Gucken, wie sich das Talent bei dem Jungen entwickelt. Dann mal weiter gucken. Vielleicht holen wir uns den noch. Als Investition in die Zukunft. Das nächste ist Galatasaray. Ja. Ilias Chetti. Linksverteidiger will ich jetzt eigentlich keinen mehr holen. Franz Hassanedas. Ich glaube, das war der, bei dem wir das Probetraining nicht bekommen haben. Scouten wir mal weiter. Der könnte gut werden. Christopher Rocchia. Scouten wir auch mal weiter. Galatasaray wird schwer zu sagen. Wer ist Vincent Rüschli? Ich habe hier Spieler verliehen, von denen ich noch nicht mal wusste, dass ich sie habe. Der ist ein Rechtsverteidiger, Stammspieler bei Lausanne und hatte in 3 Spielen 2 Tore. Okay, ist. Könnte ein interessanter Außenverteidiger sein. Mustafa Moore mit 16 bis 20 Kopfballtechnik. Okay. Da wird sich nur um den drum kümmern müssen, denke ich. Verletzungsbericht. Verletzungsrisiko juckt mich nicht wirklich. Ach, jetzt habe ich einen Co-Trainer zur PK geschickt. Oh, jetzt fällt Stergio auch noch aus.
Gabriel Rojas. Der ist zu teuer für uns. Scouten wir aber trotzdem mal weiter. Farias scouten wir mal weiter. Daniel Marcos scouten wir weiter. Abdoulaye Coté. Ach, scoutet den auch mal weiter. Nadim Pajic, der hat kein Interesse. Ja, wir brauchen Leihkoordinator. Weiß ich nicht. Ich kümmere mich eigentlich immer selber um die Laien. Okay, kein Stergiou, da wird Fasli spielen. Nehmen Oliveira mit statt Görtler, statt Stergiou nehmen wir Sutter. Ne, Sutter nehmen wir statt Campos. Ach, wir nehmen Elijuan noch mit. Kann ja nicht schaden. Oh, Nu ist auch. Ja, Nu, da muss der jetzt durch. Da muss Nu jetzt durch. Ich meine, wir könnten auch Letar bringen. Aber ich glaube, es ist besser, wenn Nu spielt. Wir brauchen hier schon die beste Elf. Ah, jetzt haben wir auch Fans. Das ist gut. Ja, wir sind der Außenseiter. Das passt uns perfekt in Kram. Sorgt für eine Überraschung. Und ich habe Vertrauen in euch. Das ist eigentlich, dass ich Vertrauen in die Jungs habe, ist eigentlich die Standardansage für jedes Spiel. Kann Ziggy seine Beeindruck? Ja, bitte. Ich hoffe, das wird ein enges Spiel. Okay, erste Ecke für uns. Ruiz bringt ihn rein. Kam leider nicht an. Blander ist auch bei denen. Ups, das könnte übel werden. Nur kommen Zweikampf. Schade. Aber Killinch haut nur daneben. Ruiz mit der nächsten Ecke auf Kreuchi und der ist drin. Richtig guter Start. Das war ein richtig guter Start ins Spiel. Okay. Okay, und der schnelle Ausgleich. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja. Özil stand da komplett frei. Gilmeno fängt den Einwurf ab und verliert den Ball. Kreuch Jakovic kommt nicht in Zweikampf, aber reicht damit Ori daneben schießt. So. Feuern wir die Jungs mal ein bisschen an. Das kommt gar nicht gut an. Okay. Tjakovic springt rein. Quintilla holt eine. Gilmeno verliert wieder den Ball. Fasli holt eine zurück. Muheim bringt eine rein. Adamu kommt nicht zum Abschluss. Ruiz in einer guten Freistoßposition, aber Stillert köpft drüber. Ecke Galatasaray und Tor. Ja. Nu hat halt das Kopfballduell verloren. Aber Fasli hätte da auch mit Macao mitlaufen müssen. Okay, Luyen Dama mit dem Einwurf. Kann denn einer zurück den Ball erobern? Stillert haut ihn raus.
Jakovic mit dem Einwurf auf Gilmeno. Tiller bringt ihn rein auf Adamu. Ah. Tiller wieder am Ball auf Kreuchi und der. Kreuchi ist on fire. Kreuchi in der Bedrängnis legt er den rein. Das ist richtig gut gespielt von dem Jungen. So. Und Fassli hat den Ball. Stiller, Quintilla, raus auf Kreuchi. Kreuchi zieht rein, legt zurück auf Stiller und der schießt daneben. Moheim, hau den Ball nach vorne. Okay, Quintilla raus auf Kreuchi. Der bleibt an Josimir hängen. Das sieht nach einem Konter aus. Ja, Jakovic, hol ne dir. Oh. Ja, Jakovic, das war mangelnde Erfahrung. Komm schon, Zigi. Ah, falsche Ecke. Ich würde schon gerne weiterkommen. Ich würde echt gerne weiterkommen. Aber es ist eine verdiente Führung für Galatasaray. Lief das. Ich erwarte eine Leistungssteigerung. Bin enttäuscht von eurer Abwehrarbeit. Ich bin enttäuscht von der Effizienz von Adamu. Ja. Jetzt gehen, fahren wir mal weiter. Okay, Ruiz holt ne. Muheim, Gilmeno. Verliert den Ball, aber Ruiz hat ne wieder. Ah, und der war zu lang. Gilmeno auf Adamu. Ma Adamu macht ne rein. Sehr gut aus der Pause gekommen. So kann es weitergehen. Kreuchi, der den Ball gut auf Adamu legt. Ja, und Okan in einer kurzen Ecke. Ist kein Beweis für seine Qualität. Auch wenn wir sagen müssen, das ist schon glücklich, dass es hier 3-3 steht. Ah, Moheim hat sich zu einfach überspielen lassen. Sehr, sehr schade. Ja, Moheim verpasst halt einfach den Ball und dann ist Ziege. Ja, das sieht nicht gut aus, aber Moheim hätte den schon haben müssen. Ja, Quintilla holen. Ne? Auf Jakovic. Auf Kreuchi. Auf Quintilla. Wow. Das ist ein richtig unterhaltsames Spiel. Aber ich nehme nur mal eben runter für Letar, weil er müde ist. So. Ist ein richtig unterhaltsames Spiel. Belanda bringt ne rein. Und Zigi. Okay. Ging drüber. So, Finzon. Du kriegst dein Debüt.
Gräuche will ich nicht runternehmen. Da macht ein richtig gutes Spiel. Gilmeno verliert den Ball. Okay. So, Quintilla, bring ne rein. Das ist jetzt der, der das nächste Tor macht, der dürfte das Spiel gewinnen. Aber so wird das nix. Okay, Ecke Galatasaray. Und Ziege hält. Sehr gut, weiter so. Kreuchi, Gilmeno auf Adamu. Auf Ruiz. Und der wird da abgefangen. Stiller hat Holne zurück. Finson. Oh, lässt sich da easy überspielen. Aber Letar ist da. Und Jakovic fängt ihn ab. Wieder Jedlin. Und dann hält Ziege den. Wir wechseln mal. Für Gilmeno bringen wir Diarasuba. Das ist jetzt der einzige Wechsel, den wir jetzt noch vor Ende tätigen. Auf Quintilla. Kreuchi. Jakovic hat den Ball. Auf Quintilla. Das war eine schlechte Flanke. Letta, viel zu einfach. Viel zu einfach, wie der da an Letta vorbeiging. Dann wechseln wir mal. Für Ruiz kommt Dua rein. Für Jakovic kommt Cabral. Gehen wir auf sehr offensiv. Und hauen wir jetzt alles nach vorne, was geht. Wenn wir uns noch in eine Verlängerung retten, dann wäre das schon sehr stark. Oh, Stillert mit einem ganz schlechten Pass. Fasli, der unterm Ball herspringt. Ja, und Babel mit dem 6-4. Schade. Vielleicht kommen wir noch mal auf ein Tor ran, aber das sieht schon sehr schlecht aus. Tiller bringt ihn rein und Torwart hält. Ja, das war's. Feuli, auf Belanda, auf Jedlin. Und nochmal der Konter. Und abgepfiffen. In der 99. wird abgepfiffen. Das ist. Also, alles in allem, es ist ein verdienter Sieg für Galatasaray. Auch in der Höhe verdient. Aber Torhüter haben sich beide nicht mit Ruhm bekleckert. Ich bin unzufrieden mit der Leistung. War das ein Tag, an dem man lieber im Bett geblieben wäre? Nein. Also, ja, wir haben jetzt nicht grandios gespielt. Aber es war ein unterhaltsames Spiel. Es gab manch Positives, aber auch manch Negatives. Ja, das passt. Wirkt sich das Ergebnis auf Ihre Pläne auf? Wir brauchen harte Arbeit, damit wir es künftig besser machen können. Gut, damit sind wir aus der Euroleague raus. Aber haben immerhin nochmal 300.000 für die Teilnahme bekommen.
Ja, Krejci, 2 Tore, 2 Vorlagen. Der ist richtig gut, der Junge. Wurde zwischendurch an Vaduz verliehen und an Wiel. War ansonsten aber immer an St. Gallen. Der Junge macht, zumindest bei, für mich, spielt er richtig gut. So. Niederlage wirft sie aus dem Wettbewerb. Wie enttäuscht sind sie? Ja, ich kann damit leben. Viel mehr wäre sowieso nicht drin gewesen. Gegentreffer kurz vor Halbzeitpause kam zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt, oder? Ja. Ja. Es ist war ungünstig. Fans haben das Spiel sicher genossen, aber war eine stressige Erfahrung als Trainer. Ja, das sind die Spiele, die einen als Trainer mit einem Schlag 10 Jahre altern lassen. Das Tor von Quintilla war schön. Das war ein gutes Tor. Das muss man sagen. Ich will mich nicht zur Einzelleistung äußern. Ja. Euroleague ist zu Ende. Wie lautet Ihr Fazit? Ja. Wir müssen uns immer weiter verbessern. Haben wir seit Beginn gemacht? Nein, nicht wirklich. Wir haben 2 Spiele gespielt. Haben wir 2 Spiele gespielt oder war das das erste? Ich glaube, wir hatten 2. Ja, Budapest hatten wir ja noch. So. Aber jetzt können wir uns auf die Liga und den Pokal konzentrieren. Im Februar geht es erst weiter. Okay. Länderspielpause ist. Wir machen noch ein bisschen Transferfenster, das ist gut. Ja, UK tritt aus der EU aus, das ist jetzt nicht so interessant für uns. Serbien, zwei nahezu gleich starke Mannschaften. Naja, nicht wirklich. Welche Reaktion erwarten Sie nach dem Spiel gegen Galatasaray? Wir wollen das so schnell wie möglich korrigieren. Wir glauben, sie wird den Titel gewinnen. Nicht Basel, sondern die Young Boys. Sind bei weitem die beste Mannschaft in der Liga und haben alles, was man braucht, um den Titel zu gewinnen. Was hat die Titelchancen optimistisch bewertet? Was denken Sie jetzt darüber? Ich habe volles Vertrauen in unseren Kader und freue mich auf das Spiel gegen sein Team. Und Finnsson wurde in den Kader der U21 von Island gerufen. Nikola Vujos. Ein Innenverteidiger, der im Tackling nicht gut ist. Josh Galloway. Den scouten wir mal weiter. Jace Gasper wird das Scouting jetzt angefangen. Evren Elmali. Der hat keine Zielstrebigkeit. Vaidi Keshrida. Der ist eigentlich zu teuer für uns. Nesto. Ist ein Mittelfeldspieler. Zentrum. Der hat aber kaum Übersicht. Und kein Tackling. Also weder als Spielmacher zu gebrauchen noch als Box-to-Box. Ja, gucken wir mal, wie es sich noch entwickelt. Du kriegst ein Probetraining, du auch. Gut. Ah, dann können wir ja wieder ein paar Trainings loben. Kreuche wieder mit gutem Training. Staubli hat gut trainiert.
Frage wäre auch. Und Adamo. Vielleicht könnten wir Staubli oder Oliveira einen Startelf-Einsatz geben im nächsten Spiel. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Je nachdem, wie fit halt Quintilla und Stillhart sind. Okay, Bechtold. Ja, Ersatzkeeper. Aber da brauchen wir im Moment keinen. Herminius auch nicht wirklich gut. Eine gute Ballannahme ist passen und Tackling. Passen und Technik nicht schlecht, hat eine gute Übersicht, guten Antritt. Könnte ein Spielmacher sein. Cigionu in der Nationalmannschaft. So, Muheim kriegt eine Pause, Quintilla kriegt eine Pause. Da wird Staubli spielen. Für Muheim nehmen wir Rona mit auf die Bank. Für Quintilla nehmen wir Oliveira mit. Und ich biete Sutter einfach mal zum Kauf an. Für 40.000 und 20% vom Profit vom nächsten Transfer. Vielleicht macht ja jemand ein Angebot. Es ist sehr wett. Gamenor ist noch nicht wieder bei 100%. Ich stelle Yarasuba meine Startelf. Gucken wir mal, was diese 11 Mann reißen können. So, geht raus und beeindruckt mich. Ich habe Vertrauen in euch alle. Stiller des Kapitän, welche Qualitäten bringt damit? Er ist die logische Wahl. Miroslav Stefanovic. Anhand des Marktwerts würde ich sagen, der Stammspieler bei denen. Ich behaupte nicht, dass er der Mannschaft nicht fehlen wird, aber sie haben genügend starke Spieler, um uns das Leben schwer zu machen. Immer tief stapeln. So, und Finster mit Meinwurf, der schlecht ist. Schillerte Staubli auf Vasli, Finzon. Stillert. Flanke auf Staubli. Ruiz. Stillert. Jungs. Ich weiß, wir haben jetzt 10 Minuten gespielt, aber das war noch kein gutes Spiel von euch. Bis hierhin. Stillert auf Staubli, auf Finzon. Mit der Flanke auf Kreuchi. Wieder auf Finzon. Stillert. Finzon. Auf Ruiz und der ist drin. 1-0. So was wollen wir sehen. Genau so. Auch wenn Jakovic, der war hier unten die ganze Zeit frei. Bringt die Flanke auf Vasli. Finzon fängt nur ab. Ruiz wird abgeblockt. Von wem? Geil, Klischee spielt bei denen. Okay.
Und Ecke für Servet. Konya. Nu ist da, sehr gut. Kreuchi leitet den Konter ein. Ruiz hat so viel Platz. Aber trifft nur Clichy. Ruiz bringt ne rein. Ah, Ruiz war im Abseits, okay. Es ist ein sehr ausgeglichenes Spiel. Schade. Staubli, Jakovic. Salifu holt den Ball. Sehr gut. Auf Kreuchi. Auf Jakovic. Auf Kreuchi. Trifft Mondi oder Clichy? Alles in allem, es ist kein überragendes Spiel. Also Ruiz, Finzon und Ziggy spielen nicht schlecht. Ziggy fährt wieder ein Tor ab. Ein Schuss. Ja, Fasli, Ruiz. Ah. Und Ziggy wieder dran. Fängt ab. Ruiz fängt ab. Das war's. Okay, jetzt wären es unsere Führung schon recht unverdient. Da bin ich unzufrieden mit eurer Leistung. Sind's alle motiviert? Das ist gut. Also Jakovic spielt definitiv nicht sein bestes Spiel. Den nehmen wir, glaube ich, gleich mal runter. Ziggy hält wieder am Ball. Also die Leistung von Ziggy gefällt mir. Ruiz wird gegrätscht. Fasli blockt den Ball ab. Ach, abseits. Okay. So frei darf man die Mitte nicht lassen. Ja, wieder. Staubli ist da. Und Finzon wieder. Staubli auf Jakovic. Jakovic bringt ihn rein auf Kreuchi und Frick hält. Das war eine starke Aktion von Frick. Finzon mit dem nächsten schlechten Einwurf. Stillert fängt den Ball ab. Auf Kreuchi, auf Staubli, auf Salifu Kreuchi. Ah, Klischee wieder. Kovic, Kreuchi, Staubli. Ah, kam wieder nicht an. So. Dann nehmen wir Jakovic runter. Hat ein paar gute Aktionen drin, ja. Aber ist halt schon gelb vorbelastet. Adamo spielt auch nicht so gut. Bringen wir Babic. Hauptsache, der holt sich jetzt nicht noch eine rote. Oh, und Adamo fängt den Ball ab. Kann seine Geschwindigkeit aber nicht ausspielen. Sli verliert das Kopfballduell. Jakovic lässt sich da zu leicht umgehen. Staubli fängt den Ball ab. Adamu. Und Frick hält. Und Ruiz mit der Ecke. Und Ruiz kriegt noch eine Chance. Und nochmal eine Ecke. Nächste Gelegenheit für Ruiz. Die Ecke kommt auch nicht an. Kreuchi. Und Abstoß. Das war eine schwache Flanke.
Los, Jungs. Okay, wir nehmen Kräuchi runter. Und Ruiz lassen wir. Ruiz muss durchstellen. Wir haben keinen, der auf links gerade spielen kann, den wir noch reinbringen könnten. So, und jetzt nehmen wir noch Nuno und Stiller drunter. Dann kann auch Rafael Oliveira noch mal ein paar Minuten zeigen, was er so drauf hat. Das war ein guter Abschluss von Salifu. Und da passiert jetzt hoffentlich nichts mehr. Staubli, Letar, Cabral, zurück auf Zigi. Okay. Wieder auf Cabral. Uber. Staubli. Und jetzt kommt der lange Ball nach vorne. Und da kommt direkt der Konter und Zigi hält. Zigi definitiv Man of the Match heute. Also Zigi hat uns den Sieg festgehalten. Jetzt habe ich's gejinxt, oder? Sli ist dazwischen, Babic mit dem richtig schlechten Pass. Gut weggeschlagen. So, Finzon. Oliveira, Ruiz. Zurück auf Oliveira, der über die Latte die Vorlage für Babic bringt. Der Schuss von Oliveira war schon gut. Babic mit dem Abstauber. Das Ding ist durch. Schade, dass der von Oliveira nicht reinging. Aber bei Babic konnte dann keiner mehr was machen. Alles in allem, der Sieg ist, glaube ich, nicht unbedingt verdient. Aber also, Servet hätte das Unentschieden verdient. Deswegen ist das ein guter Sieg. Obwohl sie defensiv alles andere als überzeugt haben. Ja, das sehe ich auch so. Wir haben es selber zu leicht gemacht und die Erwartung nicht erfüllt. Und sind aktuell Dritter. Jetzt ist die Länderspielpause. Ja, Ziggy, Man of the Match, komplett verdient. Zürich hat 3-1 gegen IB gewonnen. Ja, wir waren eigentlich nicht besser. Das sagt schon alles. Keine Angebote für Sutter. Vakiasu glaubt, dass er zu viel Gehalt will. Okay. Transfermeeting brauchen wir im Moment nicht. Das Einzige, wo ich wirklich sagen würde, wir bräuchten noch wen. Vielleicht im Tor. Nicht im Tor. In der Innenverteidigung. Aber sehe ich eigentlich nicht so. Also wenn Udinese noch ein Angebot für Muheim macht, dann holen wir uns noch mal einen Linksverteidiger. Aber ansonsten würde ich sagen, transfertechnisch passiert da nichts mehr. Ach, das nächste Spiel ist schon gegen Ebel. Ich hole mir die Trainingspläne nicht rein. Ich will es hier einfach mal. Lass den Assistent Training machen. Wird schon funktionieren.
Wenn nicht, kann man immer noch später Trainingspläne importieren. So, Philipp Kühn als Torwart. Für 23.000. Nee, brauchen wir nicht. Menzer wird gescoutet. Nani Sayamo wird gescoutet. Der hat keine Zielstrebigkeit. Das habe ich die letzten Male nicht gesehen bei Triantafylidis. Dann müssen wir nicht weiter scouten. Sasanedas wird mit dem Training, mit dem Scouting begonnen. Der kann auch hinten links. Das wäre nochmal ein flexibler Spieler, der uns vielleicht helfen könnte. Nehmen wir mal zur Kenntnis. So. Christian Mayer, Fußballlehrerlizenz. Ist das eigentlich. Ja, der ist schon gut als Jugendabteilungsleiter. Suchte Spieler für ein 4-2-3-1, das passt. Ohne hat seine Zielstrebigkeit verbessert. Bezio ist jetzt Vereinseigengewächs. Gonzales ist ein Landeseigengewächs und wird. Okay. Ismaili noch in der Nationalmannschaft? Mohamed Reza Gobi Schawi, so, der kein Interesse, okay. Mohamed Mohebi hat eine gute Zielstrebigkeit. Aber will viel zu viel Geld. Aymen Rahmani will. Keegan Johannes. Gucken wir, ob wir so ein Probetraining kriegen. Goodman Mosele, Probetraining. Jean-Marie Platt. Lasse Rosenbaum. Scouten wir mal weiter. Rodrigo Pinheiro kriegt ein Probetraining. Lukjanenko. Antonio Cacci. Den könnten wir ablösefrei kriegen. Das wäre schon mal. Okay. Keegan Johannes wird gescoutet. Goodman Mosele wird gescoutet. Cacci wird gescoutet. Die anderen beiden kommen zum Probetraining. Gucken wir mal, was die beiden können. Okay, Lukjanenko. Ich habe das Gefühl, ich sollte zumindest ein individuelles Training noch einstellen. Das wollte ich zwischen den Streams noch machen, genau. Na gut, machen wir das jetzt eben. Ziggy, du arbeitest bitte an deiner Strafe. Wo können wir die Entscheidung mit? Na, Taktik. Okay. Watkowiak. Eine Absicherung bitte. Der Probetraining nicht im Verein, blenden wir mal aus. Jannis Littar, wenn wir den als Ersatz für Nuhu einplanen, dann braucht er bessere Deckung.
Stergio muss definitiv also an seinem Passstil arbeiten. Jakovic muss schneller werden. Lichinger ist verletzt. Drona muss an der Ballkontrolle arbeiten. Nuhu an der Kraft. Wobei er ist 23, arbeite an deiner Deckung. Fasli, den schulen wir ja gerade zum Innenverteidiger um. Arbeite an deinem Passen für mehr Übersicht, bitte. Stillhart. Ist eigentlich als Box-to-Box-Ersatz geplant. Muheim, offensive Laufwege. Cabral. Ist die Ballkontrolle ein Problem? Also nicht ein Problem, aber ein Schwachpunkt. Sollen schneller werden. Quintilla. Der ist unser Spielmacher. Ich trainiere schon mal die Ballkontrolle und somit das Dribbling, falls wir auf den vorgeschobenen Spielmacher im Zentrum umstellen. Dann Salih für die Rasuba. Du musst. Ah, wir spielen mit Schattenstürmer. Der soll trotzdem in seinem Passstil arbeiten. Staubli, du bist im Zentrum und nicht auf dem Flügel. Unabhängig davon arbeitest du an deinem Passen. Oliveira ist eigentlich vorne drin. Wir haben jetzt eher ein Zentralmittelfeld als Backup. Er ist zu langsam. Görtler, das ist unser Stammbox-to-Box. Victor Ruiz. Wenn der in seinem Torschuss, also wenn der den Abschluss noch auf 12 kriegt, dann bin ich echt glücklich mit ihm. Patrick Sutter, der ist so schlecht. Ich sehe es nicht, dass er den Sprung noch macht. Soll trotzdem mittrainieren, falls wir eine brauchen. Kroichi muss an seinen Flanken arbeiten. Buber muss an seinen Flanken arbeiten. Boris Babic, Stürmer. Nehmen wir die offensiven Laufwege. Gilmour als Schattenstürmer. Ja, nehmen wir jetzt die Weitschüsse mit oder die Übersicht? Wir gehen mal auf Übersicht, falls wir auf den Spielmacher umbauen. Adamo muss definitiv an seinem Abschluss arbeiten. Angelo Campos an den Flanken. Wir haben so viele Stürmer, wir könnten noch auf ein Zwei-Stürmer-System umbauen. Müssen wir gucken, wenn es passt irgendwann, machen wir das. Wir können es ja mal ausprobieren. Quadvo-Dua. An der Ballkontrolle, das braucht auf allen Positionen. Lorenzo González fällt auch nur für den Rest des Jahres aus. Elie Yuan. Hätte ich gerne etwas schneller. Okay. Haben wir das individuelle Training der ersten Mannschaft gemacht. Das wird bis Januar dann nicht mehr angepackt. Es fällt der Damu noch aus. Ey. Also wir haben echt Verletzungspech gerade. Tin Hervoy. Lawrence Zigi. 3-0 haben sie verloren. Übel. So, Kaderregistrierung für die Liga, ja.
Also Spieler mit Einsatz, die schon Einsatz hatten, kann man nicht mehr nicht registrieren. Wer ist Enza Ismaili? Den schmeißen wir erstmal raus. Ja, Lüchinger und González waren verletzt. Sie können, also González können wir im Winter vielleicht registrieren. Aber Lüchinger, das wird, glaube ich, nichts. Die anderen, die nicht registriert sind, müssen wir nicht registrieren. Sehr gut. Zwei nahezu gleich starke Mannschaften. Okay. Leihangebot für Cabral. Nein, der ist Stammrechtsverteidiger. Leihangebot für Finzern. Nein. Dann brauchen wir ja wieder ein Backup auf links. Transferfenster ist zu. Ich war gerade noch am Überlegen, ob es nicht eine Möglichkeit wäre, nochmal einen guten Rechtsverteidiger zu holen und dann Cabral wirklich zu verleihen, damit der sich entwickelt. Aber dann würde ich eher Jakovic verleihen. Das wird mehr Sinn machen. Okay, Ziege fällt nur ein, zwei Tage aus. Muheim bis zu drei. Die sollten fürs Spiel gegen Bern wieder fit sein. Jaffa und Dauter sind zu schlecht. So, Alexander Dominguez ist 33. Teos Farias wird jetzt gescoutet. Kein Nani Sayamo. Ist ein guter Innenverteidiger. Könnten wir vielleicht im Winter holen. Lukas Quiroga, 20, scouten wir mal. Kenneth Kasanga, scouten wir mal. Junior Sunday wird gescoutet. Ballon. Ne, Balloch. Kein Interesse. Okay. Ach, wir scouten die jetzt einfach mal alle. Fokus ist richtig eingestellt, ja. Bei wem haben wir jetzt eigentlich auslaufende Verträge? Also die Leihspieler sind klar. Muheim verlängert sich automatisch nach 20 Spielen. Letar müssen wir gucken, wie der zu Einsätzen kommt und wie gut der sich dabei schlägt. Vielleicht verlängern wir den dann. Quintilla verlängert sich automatisch. Staubli könnten wir schon mal verlängern. Gehalt wird deutlich erhöht, gewinnt nicht. Talentverdurchbruch muss passen. Das muss reichen. Gewinnt nicht, gewinnt nicht. Gucken wir mal. 78. Er will 92. Ja, auf 83 kriegen wir ihn runter. Sutter, wollen wir loswerden. Oliveira ist ein Talent. Den behalten wir auf jeden Fall. Leihverein wäre ganz gut. Können wir für den Winter mal anpeilen. 35, reicht dir das? Ja, sehr schön. Görtler, den Vertrag müssen wir auf jeden Fall verlängern. Schlüsselspieler passt. Können ihm maximal 290.000 geben. Dann erhöhen wir den Loyalitätsbonus mal auf 160.000. Gehen wir mal auf 273 und 170 und das nimmt er an. Sehr gut, 4 Jahre verlängert. Ja, Lüchinger wird nichts, Gilmeno. Gucken wir mal.
Sevilla ist interessiert, also wird der Vertrag verlängert. Schlüsselspieler Pass, Gehalt wird deutlich erhöht, gibt's nicht. Du spielst auch nicht als Stürmer. So, Schlüsselspieler, das ist alles, was ich hier gebe an Versprechen. Eine Ausstiegsklausel? Boah. Eigentlich will ich das nicht. Deswegen machen wir sie mal raus. Und fangen mit 250.000 an. Auf 350. Gehen wir mal auf 273 mit 150 Loyalitätsbonus. 160. Passt. So, und Kreuchi. Kreuchi kriegt auf jeden Fall eine Vertragsverlängerung. Stammspieler, Schlüsselspieler. Galt deutlich erhöht, gibt es nicht. 88,5. Passt. Was ich noch gar nicht geguckt hatte. Wer ist unser Topverdiener? Quintilla, der verdient 659.000 und Ruiz 500.000. Okay. Falls wir die abgeben, müssen da richtig gute Ablösesummen bei rumkommen. Der Rasuba hat sein Debüt gegeben für Burkina Faso. Schön. St. Gallen trifft auf Young Boys Quote pro Young Boys. Okay. Und zuerst gegen Servet spielt hier Team sehr gut. Ja. Eher nicht so. Also, wir waren mal stark vor dem Tor, hinten aber eher wenig. Ich wüsste nicht, warum wir weiter so weitermachen sollten, wenn wir weiter hart arbeiten und die Moral intakt bleibt. Werden sie offensiv spielen lassen? Darüber rede ich vom Spiel nicht. Auch nicht, wenn ihr mehrfach fragt. Wir müssen wir abwarten. Gucken wir erst vorm Spiel. Neuzugang Basel Stiller scheint einen positiven Einfluss auf die Moral des Kaders genommen zu haben. Denn seit er unterschrieben hat, scheinen alle glücklicher zu sein. Können Sie etwas dazu sagen? Ich kam am gleichen Tag. Er hat hier frischen Wind reingebracht. Ist ein echter Gewinn. Hat uns besser gemacht. Ja, Ruiz Technik hilft uns natürlich, aber er ist nicht der Einzige. Der Rasuga, ja, müssen wir gucken. Müssen wir gucken. Stiller hat was einige Qualitäten auf, was den Unterschied ausmachen kann. Dazu müsste er erstmal im Kader stehen. Ich habe gerne Spieler wie ihn in meinem Kader. Ist schlecht im Abschluss und macht trotzdem Tore. Besser geht's nicht. So, schlecht trainiert, im schlechtesten Kamerad mit einer 715, das ist okay. Jakovic hat gut trainiert. Staubli hat gut trainiert. Gut, gegen Bern wird das nichts mit der Startelf. Rona hat gut trainiert. Und das ist auch das Topspiel, okay. Gucken wir mal. Cabral wird starten. Wie geht's? Miro. Miro ist wieder fit. Miro wird starten. Quintilla wird starten. Babic wird starten. Wir nehmen Johan auf die Bank. Stergio ist noch nicht fit. Wir bräuchten wen, der auch auf. Gut, Kreuchi kann auch auf links spielen. Den könnte man rüberziehen, falls Ruiz runter muss. Ansonsten, ich denke, im Großen und Ganzen passt die Startelf. Babic gibt sein Startelf-Comeback.
und ist überhaupt nicht eingespielt. Dasselbe gilt für Cabral. Ich hätte Görtler gerne zurück. Aber der ist noch nicht fit. Gut, dann starten wir das Spiel mal so. So, liefert für die Fans ein tolles Spiel ab. Und ich habe wieder Vertrauen in euch alle. Dame fällt verletzungsbedingt aus. So was passiert, müssen wir als Mannschaft gucken, dass es nicht allzu sehr ins Gewicht fällt. Ich vertraue Fasli. Er wird hart arbeiten und das wird hoffentlich reichen. Okay, Babic still hat. Dass wir den Anschluss haben, ist schon mal ein gutes Zeichen, denke ich. Und ein sehr schlechter Pass. Oh, still hat auf Ruiz. Kreuchi legt zurück auf Quintilla und von Balmus legt den drüber. Guten Tag, ihr beiden. Ruiz aus Salifu. Quintilla, ja. Und Cabral beim Startelf-Comeback direkt mit dem Tor. Guter Start. Der Pass von Salifu unter Druck war schon gut. Aber Euklides war auch sehr frei. Moim holt den Ball zurück und Kreuchi, hol ne dir. Und Ruiz holt den Ball zurück. Okay. Stillhart. Oh, Kreuchi. Sehr gut. Das ist ja mal richtig gut. Räuche der Garcia da einfach davonrennt. Keine Reaktion von Fall Balmus. Passt. Okay. Das war. Sah zumindest schlecht verteidigt aus. Gut, Nu konnte da nicht wirklich ran. Ja, unglücklich. So knapp war das Abseits nicht. Ah, Cabral, das war schwach. Und Nu geht gut dazwischen. Salifu, okay. Alles in allem ist das aber schon mal ein guter Start. Oh. Kann da mal einer dazwischen gehen? Gut gemacht, Zigi. Okay. Können wir ja mal wieder für Entlastung sorgen. Quintilla auf Babic. Okay. Lustenberger war dran. Ruiz bringt ihn rein. Da war ja mal gar keiner. Gut gegrätscht, Stillhart.
Luis. Ich habe das Gefühl, das könnte generell ein Problem mit unseren Stürmern werden. Stehen vorm leeren Tor und hauen den Ball trotzdem an eine Latte. Wie geht das? Danke fürs Dazwischengehen, Muheim. Kreuchi. Ah. Muheim, holen ihn zurück. Gut gemacht. Und Ruiz auf Babic. Schillert auf Muheim. Und. Aha. Kreuchi per Kopf auf Babic. Der kann aber nicht richtig verwerten. Ah, Cabral war da einfach zu klein, aber Ziggy hat den gut rausgeholt noch. Klärt. Und Kröche lässt sich ablaufen. Ja. So, Cabral auf Kröchi. Da war keiner. Ja, Quintilla. Stillhart. Fasli. Wo ist es frei? Gut. Babic. War im Abseits. Alles in allem verdiente Führung. So, war soweit ganz gut, aber da geht noch mehr. Und ihr könnt auch alle noch mehr. Muheim. Okay, Fasli grätscht den ab. Ruiz hält ne drin. Moin mit dem Einwurf auf Quintilla. Ruiz. Kreuchi. Scheinbar gibt es einen Elfmeter. Oder wird's abgepfiffen wegen der Schwalbe? Elfmeter. Ah, okay. Quintilla, mach ne rein. Sehr gut. Sehr gut. 3-1. Das ist komfortabel. Nu geht gut dazwischen. Und nochmal. Quintilla haut ihn raus. So, Garcia auf Cabral. Kreuchi. Gut gesehen. Es fehlt nur einer, der mitkommt. Okay. Okay. Den habe ich drin gesehen. Schade. So, wechseln wir mal ein bisschen. Wir bringen Buba rein für Ruiz. Bringen Yuan rein für Babic. Und wir bringen schon mal Letar rein für Fasli. Kann da mal jemand zwischengehen? Quintilla hat's versucht. Ziege hält. Oh, Hefti mit gar keinem guten Spiel für den Bayern.
Das war ein guter Abschluss von Elia. So, dann Wechsel, um ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen. Gut gehalten, Ziggy. Und der fünfte und letzte Wechsel. Da kriegt Finson dann noch ein paar Minuten. Okay. Brall auf Yuan, Guillemot, Stillhart. Ja. Und Ende. 3-1 gewonnen. Verdient. So darf's gerne weitergehen. Vor allem im nächsten Spiel gegen Basel. Ist eine schöne Sache für die Jungs und belohnt ihre Arbeit. Wir haben schöne Spielzüge gezeigt. So können die Jungs gerne die ganze Saison über weitermachen. So, Pressekonferenz. Wie gut war Miro Muheim heute? Hat gut gespielt. Ich wünsche mir, dass er so weiterspielt. Psychologische Kriegsführung mit Cewan. Also bitte. Das hat nichts mit psychologischer Kriegsführung zu tun. Interessiert, psychologische Kriegsführung hat hier keinerlei Auswirkungen gehabt. Warum haben sie den taktischen Ansatz gewählt? Ich mag den Stil und die Leute identifizieren sich damit. Fans scheinen die offensive Ausrichtung gefallen zu haben. Das war die Bestätigung für das, was ich gerade gesagt habe. Dürfen wir in Zukunft mehr davon erwarten? Ja. Bruno Goda. Ja, nee. Das Transferfenster ist sowieso zu. Da passiert jetzt eh nichts mehr bis zum Winter. So, und dann das Auswärtsspiel gegen Basel. Das dürfte schwieriger werden. Denke ich zumindest. Moment. Fabian Frey hatte ich nicht. Okay. Das ist ein anderer Fabian Frey. Okay. Cambéry bringt für Aberdeen bis jetzt gute Leistung. Guillemot hat verlängert. Ja, hoffen wir, dass Sevilla da mal ein gutes Angebot macht. Old Boys wollen Oliveira leihen. Ja, ist okay. Das ist okay. Das Kalakis ist nicht gut genug. Gehen wir dem mal ein Probetraining. Dem Herrn Ariza. Der ist gut. Kann auf beiden Flügeln. Den könnten wir als zusätzliche Option holen. Wenn ich eigentlich kleine Kader bevorzuge. Enges Spiel zwischen zwei gleich starken Mannschaften, okay.
Warum sollte ich Vasli und Nu tauschen? Nu, ja gut, der ist im Passspiel besser als Vasli. Der, aber in der Technik und in der Übersicht ist er schlechter. So, gut, Vorbereitung ist alles im Fußball. Ja. Glauben Sie, dass Basel taktisch überraschen wird? Ach, die sind immer für eine Überraschung gut. Nur hat einen neuen Vertrag unterzeichnet, obwohl Interesse von außerhalb bestand. Ja, das ist definitiv was Positives. Er weiß, dass er bei uns viel spielt. Das wird. Sevilla war ja an ihm dran. Das wird da eher unwahrscheinlich sein. Sagen wir zur Vertragsverlängerung von Alessandro Kreuchi. Freut mich, dass Alessandro Teil unserer Erfolgsgeschichte sein möchte. Tim Staubli, ich glaube, dass der ein oder an für den einen oder anderen Einsatz ist er bereit. Aber Quintilla ist definitiv Stammspieler. Das wird hart für Staubli, an ihm vorbeizukommen. So, und Oliveira ist jetzt erstmal bis Ende der Saison bei den Old Boys. Oh, Jakovic, du hast zuletzt gut trainiert. Mach weiter so. Staubli, du auch. Rona auch. Das ist halt Stäubli als Stammspieler. Wenn wir den mal mit Quintilla, wenn den mal mit Quintilla vergleichen. Also, man sieht schon, Staubli ist schneller, aber ansonsten ist Quintilla einfach klar besser. Görtler ist noch nicht bei 100%, Rona ist noch nicht bei 100%, Campos bereit für 45 Minuten. Okay, Görtler werden wir noch nicht mal mit auf die Bank nehmen jetzt. Soweit ist der noch nicht. Stergiou fällt noch wie lange aus? Eine Woche. Dann muss er erstmal wieder fit werden. Also 2, 3 Wochen noch ohne Stergiou und dann können wir ihn wieder reinschmeißen. Das Basel, da brauchen wir nochmal die beste Elf. Gehen wir nur rein für die Rasuba. Das ist der einzige Wechsel gegenüber dem Spiel gegen die Young Boys. So, liefert für die Fans ein tolles Spiel ab. Ich habe Vertrauen in euch. Cabral ist nicht richtig fit. Ja, der ist unser. St er ist einsatzbereit. Das reicht. Oh, da wird's kein Gelb für geben. Okay. Cabral auf Gilmeno, auf Quintilla. Stillhart, Kreuchi, Cabral. Quintilla. Und Gilmeno. Aber Torwart war noch dran. Nee. Also erstmal hallo Nick, aber nee. Grundlegend falscher Verein. Grundlegend falsch. Schalke ist definitiv der falsche Verein. Auch wenn's ich denke, dass ich im nächsten FM eine Karriere mit Schalke mache, einfach um sie wieder in die erste Liga zu bringen. Und mal gucken, wo es dann so hingeht.
Ach, ist ja okay. Ist ja okay. Ist doch gut, wenn wir ein paar verschiedene Vereine hier drin haben. Sieht mir nach einem Elfmeter für uns aus. Nee, Fortnite wird es hier eher weniger geben. Also generell Shooter sind überhaupt nicht meins und Fortnite, nee, das passt nicht. Fortnite gibt es ja auch nur die beiden Lager. Entweder man liebt es oder man hasst es. Dann bin ich ja erleichtert. Gott sei Dank mag ich kein Fortnite. Fasli. Okay, Ziggy blockt den. Das ist ein guter Torwart, der Junge. Ich hab so das Gefühl, dass mit dem Nichts, was hilft, beruht auf Gegenseitigkeit. Aber es ist auf der einen Seite, ich finde es gut, dass Schalke abgestiegen ist, weil so wie die letzte Saison gespielt haben, haben sie es einfach nicht verdient, in der ersten Liga zu sein, aber es ist trotzdem schade. Die gehören in die erste Liga. Deswegen werde ich die im nächsten FM in die erste Liga bringen. Komme, was wolle. Wenn ich die Meisterschaft für unmöglich halte. Nee, ich will. Okay, nehmen wir Kröchi mal runter. Ach, gebt ihm mal ein paar Jahre. Ihr kommt wieder. Vielleicht nicht diese Saison, aber nächste oder übernächste bestimmt. Danke, Babic. Ja, deswegen 2, 3 Jahre unten und dann. Hauptsache, ihr werdet dann nicht so wie vor Stuttgarts letztem Abstieg, so in der Rückrunde grandios sein und dann nochmal absteigen mit Euroleague-Ambitionen. Das war ja mal gar nichts. So wie Stuttgart jetzt ist schon ein gutes Beispiel.
Sollten Sie in Hamburg vielleicht auch mal probieren. Cabral geht dazwischen. Sehr gut. Das ist doch kein Foul. Der hat den Ball gespielt. Danke, Schiri. Okay, dass Figi da noch dran war, ist gut. Gut dazwischen gewesen, Nu. Und haut den Ball einfach nach vorne mit dem Ding. Nicht so. Gut dazwischen gewesen, Cabral. Und Ziggy hält. Und nochmal. Da war jetzt aber schon viel Glück dabei. So, wechseln wir mal. Johan braucht Spielzeit. Letar braucht sie. Ruiz. Würde ich auch gerne runternehmen. Wir haben aber keinen, der da spielen kann. Ja, doch, Muheim. Stellen wir Muheim dahin und bring Finzon. Gut, Muheim. Ja. Da bin ich bis jetzt richtig froh, dass ich den hab. Der ist ohne Zweifel einer der wichtigsten in dieser Mannschaft. Gut, das Spiel gegen Galatasaray lassen wir mal außen vor. Da hat er sich ja nur sechs Dinger gefangen. Aber ansonsten war der echt stabil. Ah, Gilmour nur knapp vorbei. Oh, Quintilla war nicht im Abseits. Sehr gut. Ah, war Johann einen Schritt zu langsam. Und Quintilla noch eben rausnehmen. So, dann dürfte das Spiel durch sein. Ah. Schade. 90. muss er dann nochmal einen raushauen. Das war unnötig. Da hätte er nur stehen bleiben müssen. Das war richtig unnötig. Aber im Großen und Ganzen war das eine gute Leistung. Staubli, geh dazwischen. Gut gemacht. Cabral auf Buba. Ecke. So, und wenn man jetzt keinen Konter mehr fangen, ist das Spiel durch. Bitte nicht. Das war eine gute Gelbe.
Das war ein taktisches Foul. Da muss es doch Geld für geben. Scheiße. Da, wo er nicht hüpfen muss, hüpft er. Da, wo er hüpfen muss, dann nicht. Ich Ziegi. So, da müssen wir mal die Flasche schmeißen. Das war kein gutes Spiel. Also, abgesehen von der Nachspielzeit war es ein gutes Spiel, aber Leute. Ist ja nichts Neues für manche Schiris. Ja, wir wollen nicht damit anfangen zu träumen, aber wir rechnen uns gegen jeden Gegner Chancen aus. Wir haben gerade gegen die beiden besten Mannschaften der Liga gespielt. Das ist. Wir haben nicht verloren. Ich hätte nicht so früh sagen sollen, dass das Spiel durch ist. So ungefähr auf dem gleichen Level. Das Lob war eigentlich. Bis zu dem Zeitpunkt war das Lob gerechtfertigt. Welche Sorgen machen Sie sich darüber, dass diese Selbstgefälligkeit einschleicht? Da mache ich mir keine Sorgen. Kreuchi, 2, 3 Wochen ohne Kreuchi, das wird. Ja. Der Flügel wird geschwächt. Ja. Ihr habt in der 90. Minute habt ihr eine 2-0-Führung aus der Hand gegeben. Logischerweise kriegt ihr dafür einen auf den Deckel. Oh, Pressekonferenz nach dem Spiel. Ja. Wir glaubten, das Spiel sei gewonnen, haben unsere Konzentration verloren und damit unsere gute Arbeit zunichte gemacht. So einfach ist es halt. Offensichtlich unterdurchschnittliche Leistung bei Cabral. Ich habe ausgewechselt, wer die Leute, die müde waren. Nicht der Meinung gewesen, dass es notwendig war, hätte ich es gemacht. Guten Tag. Sehr, sehr schmerzen wird. Famos hat ein gut starkes Spiel gezeigt, finden wir nicht. Ich will mich nicht zur Einzelleistung äußern. Tut sicher weh, aber die Spieler werden aus der Erfahrung lernen und als Fußballer wachsen. Schauen wir, dass das Endergebnis durch das späte Tor des Basel den Spielverlauf widerspiegelt. Guten Tag. Werbung gemacht. Späte Tor. Nein, Basel hatte nur Glück. Ich äußere mich nicht zur Einzelleistung. Leihverein die U18. Das ist. Er muss sich seine Spielzeit verdienen. So. Macht doch nix. Ist doch schön, wenn ein paar Leute hier sind und ich nicht einfach vor mich hin laber. Seine Mannschaft hatte Glück, zu dem Zeitpunkt überhaupt noch im Spiel gewesen zu sein. Was will der denn? Ich habe bis jetzt noch keinen Grund für ein Timeout gesehen. Bis jetzt ist hier alles friedlich. Will ich wegen allem timeouten, aber nicht schon für den Schalke-Kommentar getimeoutet worden. Und das wäre äußerst ungerechtfertigt.
Donjoni. Scoutet den mal weiter. Boah, der würde seine Wurzeln. In Serbien. So, so. Scouten wir mal weiter. Da wird Scouting gerade angefangen. Labinat Kabashi. Scouten wir mal. Was ich noch als sinnvolle Änderung hier gerne hätte, wäre, wenn man in einem Wettbewerb ausgeschieden ist. Ich brauche dann nicht jedes Mal eine Anzeige, die Spiele sind heute und so gehen sie aus. Ronaldo Ariza. Ach komm, wir geben dem jungen Mann einen Vertrag. Du würdest gerne links als Flügelspieler spielen? Nein. Ich plane dich rechts mit ein. Jährliche Gehaltssteigerung gibt es nicht. Prozent Sozialablösesumme gibt es nicht. Aber du kannst 35.000 Loyalitätsbonus haben. 40, eine Auflaufprämie 650. Schön. Vielleicht einen neuen für die Flügel. Zürich ist angeblich stärker. Zumindest zu Hause. Bin ich noch nicht von überzeugt. Für die konstant guten Trainingsleistungen müssten wir Jakovic mal wieder einen Startelf-Einsatz geben. Ich glaube, gegen Zürich machen wir das mal. Kriegt Cabral im Päuschen. Kreuche kriegt es auf jeden Fall. Wir nehmen Campos mit. Staubli kann ja auch im Notfall auf dem rechten Flügel aushelfen. Geben wir Jakovic die Startelf in dem Spiel. Ich erwarte, dass ihr die Lobhudeleien in den Medien vergesst und euch einfach auf euer Spiel konzentriert. Und ich habe Vertrauen in euch alle, wie üblich. Beide Teams sind in guter Form. Wie bewerten sie ihre Chancen? Wir haben ein gutes Team und wir freuen uns auf die Herausforderung, unsere Form auch durchzusetzen und ihnen Strich durch Rechnung zu machen. Ja. Görtler ist nicht fit, deswegen ist er draußen. Ehrlich gesagt habe ich aber auch einfach nicht dran gedacht. Gucken wir mal, ob das so ein sta ähnlich starkes Spiel wird wie in den letzten beiden. Strengt euch mal mehr an, Jungs. Quintilla, Fasli. Ah. Kann da mal einer zwischengehen? Ja, oder so. Oder so. Ah, nur eine Latte. Schade. Ruiz bis jetzt noch überhaupt nicht im Spiel. Es ist halt einfach noch nichts passiert in der ersten Hälfte. Da muss ich ja mal ganz deutlich sagen, ich bin unzufrieden mit eurer Leistung.
Bei Ruiz müssen wir gucken, wie der sich jetzt in der zweiten Hälfte macht, sonst. Meinst du, ich soll den aus dem Ruhestand zurückholen? Danke, Babic. Gute Vorlage von Jakovic. Ja, angeblich lebt er noch. Zumindest sitzt da einer mit seinem Namen bei Sky als Experte. Na los, Ruiz, steigere dich mal ein bisschen, sonst bist du gleich raus. Ruiz, das war mal gar nichts. Jungs, strengt euch mal ein bisschen mehr an. Gilmeno ist auch nicht gut drauf. Warten wir da die Szene mal noch ab. Ah, Muheim. Komm schon. Kann da mal einer dazwischen gehen? Moment, der letzte Heimsieg vorletzte Saison. War das Dezember 19? Oder no noch im November? Wann war denn das? Jakovic noch runter für Cabral. Ja, machen sie. Bis zu 50% von der maximalen Kapazität, aber maximal 25.000 Leute war es, glaube ich. Im Moment. Was auf Schalke? Ja, die. Das müssten 25.000 dann sein, oder? Ja, 25.000 im Moment. Sofern sich da nicht im Laufe des Tages was geändert hat. Ariza kommt. Sehr schön. Ensai Smiley. Macht mal 10 sofort. Und 2. Ach, der macht kein In-Länderspiel. Mach mal 12 sofort. Oh, du kriegst einen Intensivsprachkurs für Deutsch. Und Wasser? Junior Risa. Ist er wieder in der U21 oder so gelandet? Ronaldo heißt ja nicht Junior. Ist in der ersten, ich habe den einfach nicht gesehen.
So, da du technisch schon relativ gut bist, müssen wir bei dir die offensiven Laufwege trainieren. So, ja. Charles Dionne. Fragen zur Verpflichtung von Ronaldo Ariza. Ich bin an jedem Transfer zufrieden. In den großen, wichtigen Spielen, also prinzipiell ist Kroichi, glaube ich, vor ihm. Ich hoffe, dass er Großbrands einschlägt. Ja, ja, passt schon. Ist ein Spieler, der einen Unterschied machen kann, wenn es für St. Gallen wirklich drauf ankommt. Ich hoffe es. Wir haben einen hervorragenden Spieler verpflichtet. Seine beste Position ist rechts, denke ich. Und er wird hauptsächlich da spielen. Nein. Wird kein Problem, dass er kein Deutsch spricht. Wird prima zurechtkommen. Oh, Gilmeno spricht Spanisch. Ja, dann wird er dem beim Einleben helfen. Na gut, Quintilla macht's, aber der spricht ja auch Spanisch. Das sind viel zu viele Spieler, die verliehen sind. Es fällt Jakovic auch noch aus. Kriegt Rona halt mal wieder ein bisschen Spielzeit. Tomislav Krišmanić. Der hat eine gute Zielstrebigkeit. Ja, Paraschidjioka. Der sollte am Anfang der Saison mal zum Probetraining kommen. Lausanne. Das sollten wir gewinnen. 5 sieglose Ligaspiele in Serie. Nein, wenn wir unser Spiel durchziehen, gewinnen wir. Nach dem Abgang von Ismaili müssen sie bis zum nächsten Transferfenster warten, um ihn ersetzen zu können. Ist das fair? Ja, ich wollte den Jungen verkaufen. Wie wichtig war der starke Zusammenhalt in der Mannschaft, um in Form zu kommen? Sehr wichtig. Till hat schwer greifbare Qualitäten für eine Führungspersönlichkeit. Wie sehr hilft Ihnen das? Können uns auf Mannschaft als ihn verlassen? Was? Was war das jetzt für ein Satz? So, wie wichtig wird Gilmeno für ihre Herangehensweise gegen Lausanne-Spor sein? Ist ein guter Spieler. Aber wir haben viele gute Spieler. So, Fasli hat wieder gut trainiert. Wäre schön, wenn er erstmal die volle Eingespieltheit in einer Verteidigung hättest. Rona hat wieder gut trainiert. Staubli auch. Mal. Vielleicht geben wir nicht Kroichi, Arisi direkt das Debüt. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, was er? Risa, er kommt mit auf die Bank. Ja, null Eingespieltheit. Adamu können wir wieder auf die Bank nehmen. Oh, sogar. Na, lassen wir ihn mal draußen. Nicht, dass er sich wieder verletzt. Rona, da ist er.
Stergio, wie sieht's bei dir aus? 45 Minuten reicht. Klar, noch nicht wieder bei 100%. Okay. Kommt aber trotzdem direkt in die Startelf. Es ist Lausanne, da können wir auch mal ein bisschen rotieren für Spielzeit. Wir nehmen Quintilla mal auf für Bank und lassen Stillhart mal zu Hause. Letar kommt noch rein für Nuhu. Und der Rasuba lassen wir ran. Ich denke, alles in allem passt das mit der Aufstellung. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich warte in diesem Spiel nichts anderes als einen Sieg. Und eine konzentrierte Abwehrleistung, dass er Mittelfeld der Teft in der Hand nimmt und Effizienz vom Tor. Sie gehen mit einer guten Form ins Spiel, ihr Gegner nicht. Fürchten Sie vielleicht etwas Selbstzufriedenheit? Ist eine andere Art von Herausforderung. Wir müssen unser Spiel spielen und die Chance nutzen. Die positive Atmosphäre dem Verein herrscht zu diesem starken Lauf beigetragen. Ja, Siege stärken das Selbstvertrauen. Und höheres Selbstvertrauen ist immer gut. Nein, eine Niederlage wird Selbstvertrauen nicht so stark beeinflussen, glaube ich. Müssen jetzt einfach gucken, dass er gut ins Spiel reinkommt. Nicht mit solchen Aktionen, Campos. Mögliche Knieverletzung. Klasse Start. Echt. Da hätte ich ja Riese auch direkt in der Startaufstellung stellen können. Das ist ein Elfmeter. Das muss ein Elfmeter sein. Das war ja mal komplett ohne Chance zum Ball. Und Görtler macht ne. Sehr gut. Gucken wir mal, wie geht's jetzt weiter? Sie mit einem langen Ball nach vorne. Staubli. Bralletta. Ah. Fasli, hast du? Ja. So. Könnt ihr mal bitte wieder was passieren? Der einzige Schuss, den wir bis jetzt hatten, war der Elfer. Das ist. Da passiert nicht viel offensiv. Gut, bei Lausanne auch nicht, aber. Das müsste abseits gewesen sein. Eine klare Abseitsposition glaube ich nicht. Ja, doch schon relativ eindeutig. Feuern wir die Jungs mal ein bisschen an. Okay. Cool. Ich hätte nicht erwartet, dass da noch einer drankommt.
Ah, da hätte der Torwart auch nicht rauskommen dürfen. So, Cabral. Staubli. Letar. Ich denke, dass du schon gelb hast. Ja. Da hat Fasli nicht sauber aufgepasst. Nee, Finzern war's. Fasli hat seinen Mann versucht zu decken. Und Castella mit dem langen Ball nach vorne. Finson, geh da mal dazwischen. Aufgrund des Elfmeters ist es verdient, aber ansonsten ist das keine sehr verdiente Führung. Ist halt der Elfer, der jetzt den Unterschied macht. Okay. Der hätte auch früher schon mal einer draufhauen dürfen. Ah, Babic, holst du den noch? Ja, und hältst ne drin. Gut gemacht, Fasli. Babic. Zurück auf Ariza. Görtler, Salifu, Buba. Ah. Salifu, Staubli, Buba. Okay. Gut dazwischen gegangen, Jungs. Staubli. Oh, gute Übersicht. Ah, und Buber macht ne leider nicht. Görtler. Danke. Salifour. Den hätte er viel früher querlegen müssen für Babic. So, wechseln wir mal aus. Und zwar für Letar kommt Stergi und Fasli geht in die Innenverteidigerrolle. Cabral geht runter für Rona. Rona. Staubli. Wieder Rona. Der ist drin. Ariza mit dem Tor beim Debüt. Sehr schön. Kam die Flanke von Rona oder war. Ja, war Rona. Da hat er dem Torwart aber auch keine Chance gelassen. Oh, Finzern auf Ariza und Ecke. Oh,
Risa bringt die Ecke rein, leider erfolglos. Aber er ist wieder am Ball. Stergiou. Okay. Der Name sagt mir was. Riese. Oh, guter Pass auf Babic. Ecke. Es gibt gerade keinen, der so wirklich müde ist, den wir mal runternehmen müssten. Gut, Staubli kann man drüber diskutieren. Okay. Dann wechseln wir jetzt nochmal. Geben wir Adamu nochmal ein paar Minuten. Und die anderen sind eingespielt. Da müssen wir keinen mehr auswechseln oder einwechseln. Okay, Buba noch. Achso, ich darf gar nicht. Okay, jetzt habe ich ein Tor verpasst. Und, hä? Okay, zählt doch nicht. Gut. 3-1 gewonnen, im Großen und Ganzen dann doch verdient mit der Leistung in der zweiten Hälfte. Passt. War ein schöner Sieg. Aus taktischer Sicht. War nichts Besonderes, aber es gibt Leute in den sozialen Medien, die es zu Tode analysieren. Mit Sicherheit. Wie lange fällt Campos aus? 5 bis 6 Wochen mit einer Kniescheibenverletzung. Aua. Dann wird Ariza wohl direkt mal ein paar mehr Spielchen machen als eigentlich geplant. Gleich bei seinem Debüt getroffen. Was halten Sie von seiner Leistung? Schön zu sehen, dass er ins Netz getroffen hat. Bin gespannt, was er der Mannschaft geben kann. Was denken wir? Ja, technische Hilfsmittel, Videobeweis und so. Solange es bestimmte Grenzen dafür gibt, gerne. Ja, komm. Also. Ja, er hat sich verletzt. Von Lausanne hat sich aber in der gleichen Szene einer verletzt. Deswegen. Ich finde das jetzt nicht schlimm, das hat nichts mit übertriebener Härte zu tun. Das kommt drauf an, wie es für den Rest der Saison bei dem bleibt. Wenn die in jedem Spiel einen verletzen, dann ist das natürlich was anderes. Ja, es ist natürlich nicht akzeptabel, wenn Spieler verletzt werden durch übermotiviertes Auftreten. Aber wenn sich zwei verletzen, ist shit happens. Victor Ruiz ist ein Flügelspieler und kein zentraler Mittelfeldspieler. Volles Vertrauen in ihn, auch wenn das nicht seine Idealrolle ist. Wir haben ihn heute unbedingt in dieser ungewohnten Rolle gebraucht. Gut, unbedingt gebraucht ist vielleicht nicht ganz richtig, aber ja. Gab sein Debüt für St. Gallen, allerdings nur als Joker, ja, mit Einwechslung in der 5. Minute. Ja, er wird auch mal vom Beginn auf dem Platz stehen. Ja, Paraschigioke, das Thema ist durch, der wird nicht zu uns kommen.
Shadows of Splendor hat das Gerede meines Spielers schon so manches Mal negativ beeinflusst. Müssen wir vielleicht Änderungen vornehmen? Ja, vielleicht. Ich fand sie überrascht über sein Eingeständnis, dass die Mannschaft manchmal zu weit geht. Ich weiß nicht, ob es überraschend ist, aber es ist erfreulich. Schließlich ein vernünftiger Mensch. So, jetzt haben wir Länderspielpause und dann geht's weiter gegen Vaduz. Die dürften letzter sein, oder? Ja. Haben tatsächlich schon ein Spiel gewonnen gegen Lugano. Okay. Ziggy wieder in der Nationalmannschaft. Da wird es doch am Ende der Saison definitiv wen geben, der den kaufen will. An Stergio haben wir schon die ganzen Top-Clubs dran. Oh, warum City und PSG? Das wird schwierig. Ich habe das Gefühl, der wird im nächsten Sommer gehen für teuer Geld. So, Verletzungsrisiko, ja, das interessiert mich nicht wirklich. Die wollen Jakovic leihen. Nein. Gib es nicht. Stefui. Ja, scouten wir nochmal. Tricio Flamenco können wir auch mal scouten. Eli Crispi. Ja, und Julian von Moos. Scouten wir mal, wie gut der wirklich ist, nachdem er gegen uns getroffen hat. Okay, Rona und Staub. Ja, die sind logischerweise nicht bei der Nationalmannschaft. Das ist deren Vorteil, die können jetzt mit Trainingsleistungen glänzen. Gegen Vaduz wird dann wahrscheinlich die beste Elf spielen, die Spielpraxis braucht. Denke ich. Dann braucht man jetzt nicht die beste Elf, aber es sollte schon vernünftig sein. Damian Daničić. Ja, vielleicht im Winter. Jetzt mit unserem Gehaltsbudget. Oh. Haben wir ein bisschen überzogen. Amin Esahel. Ja. Dass unsere Scouts den finden. Komm zum Probetraining. Mohamed Ashibur Clean. Brauchen wir nicht scouten. Ismail Gurat brauchen wir auch nicht. Können wir, der hat kein Interesse. Den können wir, den können wir. Der ist ja teuer, aber im nächsten Sommer vielleicht. Ja, gut, dann scoutet den Jungen. Eigentlich würde ich Esahel schon gerne holen, weil der hat gutes Potenzial. Normalerweise. Ich will jetzt nur wissen, wie gut es wirklich ist. Nur mit einer Vorlage. Der Spiel für die U21, okay.
Ja, gegen Vaduz ist jede Mannschaft in der Liga Favorit. Oh, liegt auf dem 10. Platz. Gibt es eine Chance, dass Vaduz am Samstag alle Punkte behalten kann? Ich würde sagen, wir haben eine ausgezeichnete Chance. Young Boys muss antreten gegen Sion. Das sollten sie gewinnen. Damen und dauerhaft in St. Gallen bleiben. Ich werde mich über keine Transfergerüchte äußern. Ich habe mit dem Präsidenten zur Vertragsunterschrift geredet, ansonsten gar nicht. Also, wir verstehen sie uns gut. Kehren an dem Wochenende nach der Länderspielpause sind viele Spieler von St. Gallen für ihr Land im Einsatz waren zur Vereinsarbeit zurück. Welchen Einfluss sehen Sie auf das Team vor dem kommenden Spiel? Ist Teil vom modernen Fußball, wir müssen Blick nach vorne richten. Aber müssten das, ja, unsere Vereinseinrichtung müssten wir generell ein bisschen ausbauen. Die Jugendeinrichtung bitte. Dann Jugendtrainingsbudget. Und Netzwerk für Nachwuchsrekrutierung. Ach, stärkt das doch mal. Ja, redet über Transfergerüchte, indem ich sage, ich äußere mich nicht dazu. Super Schlagzeile. Ja, wir sollten unser Netzwerk für Nachwuchsrekrutierung stecken. Verbessern, damit die Konkurrenz uns nicht die besten Spieler in der Region wegschnappt. Das ist nicht gut genug. Das ist ein Verein, in dem man niemals zufrieden sein kann. Ein Gebiet, in dem man als Verein niemals zufrieden sein kann. So. Wird verbessert. Gut. Die wenigen, die vorher mittrainiert haben. Staubli und Rona. So. Sandro Kroichi kann wieder 45 Minuten, nur nicht ganz fit. Ja, Campos ist definitiv nicht fit. Kroichi kommt zumindest wieder auf die Bank und wir lassen Ariza da spielen. Gilmenobra ist eingespielt. Stergio kommt wieder rein. Wir nehmen Nuhu auf die Bank. Jakovic ist wieder fit. Stillhardt braucht Spielpraxis und Quintilla auch. Ach, Görtler auch. Dann spielt Görtler. Ja, das nehmen. Doch, Muheim ist eingespielt. Dann wird das die Elf, mit der wir jetzt ins Spiel gehen. Wir sind Favorit, also raus. Liefert eine Leistung, die die Fans anstachelt. Vertrauen in euch, ich hab Vertrauen in euch, ich hab Vertrauen in euch. Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Ziele mit denen des Präsidenten übereinstimmen? Ja. Beste Verteidigung in der Liga. Sie müssen den nächsten Sieg anpeilen. Ja. Sehe ich auch so. Dann. Warum immer direkt ein Foul in den ersten 10 Sekunden? Das kann man sich auch sparen. Okay, Quintilla mit dem Freistoß. Letar stand im Abseits. Wow. So, Euklides. Quintilla auf Görtler, auf Ariza. Schade, dass Salifu da nicht dran kam. Auf Görtler, Kittler auf Außen auf Cabral.
Finzern. Göttler. Ah, bringt auch nicht rein. Jetzt vielleicht ein. Ja, Finzern wieder. Salifu macht ihn rein. Sehr gut. Auch wenn das jetzt so ein bisschen... Wir wollen mal alle nicht schießen. Daran hat das gerade erinnert. Aber da muss mehr passieren. Wobei, die stehen schon sehr defensiv. Gut, der Messala ist nicht sehr defensiv, aber... Alles in allem bin ich unzufrieden mit der Leistung. Auf Quintilla, da kann Babic nicht dran. So, Cabral hat den Ball wieder. Auf Ariza. Quintilla auf Ruiz und der köpft daneben. Wofür? Wofür gibt es hier Elfmeter und Gelb? Nicht, dass ich mich beschweren würde, aber den Grund würde ich schon gerne wissen. Ruiz, Babic, Stergio, die spielen alle nicht gut. Da kam Stergio direkt mit einem gefährlichen Kopfball. Ruiz nehmen wir mal runter. Geben Kroich ein bisschen Zeit. Bobic kommt runter für Adamu. Nein, Babic, nicht Bobic. Morall auf Quintilla, Finzern. Salifu, raus auf Adamu, Cabral. Ariza verliert den Ball. Finzern, Görtler. Das gut gemacht, Cabral. So, dann wechseln wir noch. Wir nehmen Stergio runter, weil er gelb hat. Wir tauschen Kroichi oder Risa mal. Wir bringen Stillhart noch für Görtler. So, dann haben wir noch einen Wechsel. Den kann es jetzt geben. Und zwar kommt Jakovic für Cabral. Kroichi auf Salifu. Kroichi. Ah, daneben. Schade. Jakovic schaut nochmal nach vorne auf Adamo.
Salifu zurück auf Jakovic. Und Finzern hat ne. Kreuche holt ne sich zurück. Und das dürfte der letzte Angriff sein. Stillhart, Finzorn, Quintilla, Stillhart, Quintilla auf, raus auf. Okay. Kann man abpfeifen, wenn es eh schon entschieden ist. Passt. Alles in allem war okay. Sind wir 8 Spiele ungeschlagen? Medi ab die. Ja, das wird nix. Clemenza will nicht. Nico Meier hat nicht das Potenzial. Hey, neuer Mannschaftsrekord. Und 6. Ach so, wettbewerbsübergreifend, ja. 6-4 gegen Galatasaray ist da ja noch mit drin. Sentin Aas, Ryan's Train. Nee. Sion. Dann haben wir einmal gegen alle gespielt. Dann kann man schon mal so eine erste Tendenz nehmen. Wo es denn hingeht. Gut, wir haben 6 Punkte Vorsprung. Wir sind danach auf jeden Fall Erster. Aber das kann eine richtig gute Saison werden. Basel und Lugano, die einzigen, gegen die es ein Unentschieden gab. Wenn wir jetzt gegen Sion auch noch gewinnen. Das war nur der. Ja, der erste hat einen Platz in der Champions League und die anderen gehen in der Conference League. Weil die Conference League ja eigentlich auch so ein vollkommen unnötiger Wettbewerb nochmal ist. Einfach nur, damit die UEFA noch ein bisschen abcashen kann. Ein klar, kleinere Vereine haben eine größere Chance, sich international zu präsentieren, aber sorry, wenn man es wirklich ernst gemeint hätte, dass man den kleineren Vereinen eine größere Chance geben will, hätte man vielleicht zumindest mal die Top 4 Ligen da komplett rauslassen müssen. Hätte zwar nicht viel geändert, aber dann wären Deutschland, Italien, Spanien und England da schon mal raus. Nochmal wäre eine bessere Chance für die Kleinen. Sion. Wir bringen Adamo, wir bringen Gilmeno. Ruiz ist im Moment nicht gut in Form. Bringen wir Ariza auf links und Kroichi auf rechts. Wir bringen Muheim. Nuhu kommt wieder rein. Deswegen nehmen wir auch Letar mit und nicht Fasli. Ach komm, wir nehmen trotzdem Fasli mit. Da kommt beides. Ich nehme Jakovic mal von der Leihliste. So. Gucken wir mal, wie das Spiel läuft. Medien haben euch viel Anerkennung gezeigt, würde ich das mit einem angemessenen Auftritt. Und ich habe Vertrauen, ich habe Vertrauen. So, sind sie alle motiviert.
Tag spielen gut und erzielen Tore und das gibt uns die Chance zu gewinnen. Gibt es irgendeine Statistik, wo wir nicht ganz oben sind? Hallöchen! Ich hätte gerne, dass ihr besser spielt. Danke, Cabral, dass du den Ball mal nach vorne bringst. Oh, Adamo, Kreuchi, Cabral, Quintilla. Görtler mit einem guten Kopfball. Bitte, Arisa, sag mir, du kannst weiterspielen. Ich will nicht schon wieder so früh wechseln müssen. Ah, kam Cabral nicht mehr dran. Schade. Okay, Ariza will rausgenommen werden, dann ist es halt so. Darf Ruiz doch spielen. Okay, bringen wir auch noch Jakovic. Zwei verletzungsbedingte Wechsel. Nu, sehr gut. Weiter so. So, Ruiz mit der Ecke. Görtler holt ne sich. Ruiz war doch im Abseits. Adamo Kreuchi. Ruiz. Reim auf Gilmeno. Ecke. Gilmeno holt ne, bringt ne auf Ruiz. Auf Quintilla. Görtler, Kreuchi, konnten nicht annehmen. Es ist noch kein gutes Spiel. Also bis jetzt, ich bin unzufrieden mit allem. Vor allem mit Adamu. Adamo und Gilmeno spielen nicht das Beste ihrer Spieler. Quintilla ist auch eher schwach. Aber wenn ich jetzt nochmal wechsle, dann kann ich gar nicht mehr wechseln. Werden wir in der 80. oder so gucken. Ecke gut rausgeholt. Muss man sagen. Ruiz bringt ihn rein. Torwart hat ne. Nur einmal auf Ruiz. Ruiz. Ach. Wieder Ruiz. Adamo. Muheim. Auf Quintilla. Auf Muheim.
Attila, Muheim, Ausnetz. Feuern wir die Jungs mal an. So, jetzt können wir wechseln. Wenn wir jetzt nochmal wegen Verletzung einen runternehmen müssen, ist es dann nicht mehr so schlimm. Können Tiller nehmen wir runter für Stillhart. Ja, und dann kommt Finzern noch für Muheim. So, wäre ganz gut, wenn noch mal ein bisschen offensiv was passiert. Von uns, nicht von Sion. Okay, Stergio dazwischen, Ruiz raus auf Kreuchi. Ah, und den trifft er nicht richtig. Und Nuhu dazwischen. Girgitsch haut dann noch drüber. Das wird die dann ab. Ja. Stillhart auf Kreuchi. Los, Stillhart, geh ran. Sehr schön, 1-0 gewonnen. Damit haben wir nach den ersten 9 Spielen 8 Punkte Vorsprung. Also Cabral fällt aus für einen Monat, Ariza eine Woche. Okay. Nicht optimal. Nu wurde zum Mann des Tages gekürt. Ja, mit dem Tor. So ein Auftritt hilft auch seinen Mitspielern besser zu spielen. Wie sind sie zu ihrer aktuellen taktischen Marschroute gekommen? Ich hab gedacht, es funktioniert. Und das tut es. Vier Gegentore in den ersten 9 Spielen. Oh, sind. Haben die zweitmeisten gelben Karten. Oh, Moment. War das nicht so ein Ding, dass genau die Statistiken umgekehrt sind? Teamübersicht. Okay. Hier wird es bei den meisten Toren dazugekommen. Die gelben Karten sind hier nicht drin. Team detailliert. Das könnte Defensive sein. Wir sind nur Sechster nach Gehältern. Okay. Stadionauslastung. Wo hatten wir denn die gelben Karten? Okay. Wir begehen wenig Fouls. Das ist schon mal gut. Da, gelbe Karten. Oh, ne. Zweitschlechteste heißt, du bist die zweitunfairste Mannschaft. Schade. Aber das wird mit der Zeit mit besseren Spielern auch weniger. Leonardo Lukasevic. Der hat halt keine Zielstrebigkeit. Den Sosa, den scouten wir mal weiter. Matthias Bahia. Scouten wir mal weiter. So, Lugano, jetzt könnt ihr euch auch mal ein paar Tore fangen. Okay, das war jetzt ausgabentechnisch ein schlechter Monat wegen.
Ausbau von der Jugendakademie, Ausbau vom Netzwerk für die Rekrutierung. Sind die Kosten generell in die Höhe gegangen? 5 Spiele noch bis zur Winterpause. Oh. Wir können fürs Talent des Jahres stimmen. Dann hätte ich gerne. Da sind relativ viele von uns drin. Stergio ist drin. Dann kriegt. Stergio kriegt die Stimmen. Ugrinic hat eigentlich schon mit am besten gespielt. Deswegen kriegt Ugrinic noch Stimmen. Und. Nee, Jakovic nicht. Aber Fasli. Ugrinic ist einer, den würde ich schon ganz gerne holen. Aber den müssen wir erstmal durchscouten. Wir haben nicht einen sehr einflussreichen Spieler. Das ist schlecht. Staubli entwickelt sich. Finzern spricht nun gut Deutsch. Der hat wie lange in Dortmund gespielt? 2 Jahre. Warum kann der kein Deutsch? Gegneranalyse Lugano. Die spielen einfach nur mit langen Bällen nach vorne. Reicht noch eigentlich nicht so viel. Ja, ist halt ein schwaches Team. Quote deutlich für uns. Zwes gegen Sio spielt ihr Team sehr gut. Hoffen Sie auf eine ähnliche Vorstellung. Harte Arbeit geht weiter. Fasli gilt als einer der Kandidaten, Supertalent des Jahres zu werden. Wie sehen Sie seine Chancen? Er verdient es, in der Verlosung zu sein. Auch wenn ich denke, dass Dergius mehr verdient hätte. Risa kann den Unterschied gegen Lugano machen. Ja, wenn er spielt. Ja, der Rasuva, der zeigt immer gutes Training. Wenn wir nur nach Training aufstellen, dann haben wir alleine schon zwei Rechtsverteidiger auf dem Platz und keine Stürmer. Staubli spielt jedes Spiel. Okay, kaum ist Dergio wieder voll fit, trainiert er auch super. Gefällt mir. Fasli arbeitet an der Übersicht. Jakovic, da tut sich nicht wirklich was. Ja. Und Spieler des Jahres. Das ist wirklich. Die haben den nach Luzern verliehen. Oh. Ja, Louis Schaub, der könnte uns richtig verstärken, aber das ist halt viel zu teuer für uns. Moment, wie alt ist der schon? 25. Ja. Ziegels verdienen Martin Friedeck. Oh, der hat aber auch gute Leistung gebracht bei Luzern. Silvan Widmer bei Basel. Der hat auch klasse gespielt. Und Meschack Elia. Ja, auch der hat gut gespielt. So, also Cabral fällt auf jeden Fall aus. Jakovic kommt und Rona geht auf die Bank. Ja, ich denke, ansonsten passt das mit der Aufstellung. Wir kriegen den Schattenstürmer nicht wirklich zum Funktionieren. Nehmen wir da mal
Ja, ein Engage, der bleibt relativ fix. Der bewegt sich eigentlich nicht viel. Nee, Söldner schießen will ich bei denen nicht. Mehr Risiko, Söldner dribbeln, Position halten. Häufiger dribbeln. Ja, wir nehmen mal. Wir probieren es mal mit einem Trequartista. Mal gucken, ob es klappt. Wenn nicht, kann man es immer noch auf ein Zwei-Stürmer-System umstellen, um die auch mit ins Spiel zu kriegen. Oder auf ein 4-3-3 mit nochmal einem defensiven Mittelfeldspieler. Müssen wir gucken. Wir sind Favorit und sollten einen lockeren Sieg einfahren. Ich erwarte trotzdem, dass ihr konzentriert seid. Wir stehen in der Formtabelle auf Platz 6. Und die sind nur Neunter. Das ist gut für die. In der Lage sein, sie zu schlagen. Ja, wir sind in der Formtabelle auf 1. Ja. Wir sind zuversichtlich und hoffen, dass wir das noch eine Weile aufrechterhalten können. So, gucken wir mal, ob es besser läuft als im Eröffnungsspiel. Und Ariza wird erstmal gefoult. Lovric kriegt gelb. Nicht mal einer halben Minute gelb ist. Das ist schon ein Handicap. Tiller raus auf Nuhu. Tiller, Görtler, Nuhu. Klar, Ariza, ja. Abstoß. Okay. Görtler. Ah, Kreuchi war schon zu weit im Zentrum. Und Adamu mit dem Abstauber. Ich würde die Vorlage jetzt vielleicht nicht unbedingt auf Kreuchis Konto schreiben, weil der Torwart den halt einfach nicht. Und der kommt sich mit der Prela in den Weg. Quintilla mit dem Freistoß. Ah, Außennetz. Wir müssten uns mal ein bisschen mehr anstrengen. Ja, die hatten noch nicht einen Abschluss, aber wir hatten noch nur einen, der aufs Tor ging. Anfeuern. Ha, Leute. Seid wieder überfordert. Klasse. Gutes Ding, Kreuchi. Sehr gutes Ding. Hat den Pass auf Maric abgefangen. Sehr schön. Das ist bis jetzt, ist das eine richtig gute Leistung. Defensiv stabil, offensiv geht's auch. Und Kreuche direkt mit dem 3-0. Das ist ein sehr guter Start in der zweiten Hälfte. Wie lange hat's gedauert? 13 Sekunden ungefähr. Ja. 13 Sekunden, dann war der Ball drin. Und
Ach, der ging sowieso drüber, okay. Görtler, kommst du da noch dran? Und Ziege hält den. Es war der zweite Abschluss von denen. Kreuchi, Quintilla, Muheim, Görtler an Pfosten und Kreuchi mit dem 3, mit dem 4-0. Mit dem Hattrick. Kreuchi, der ist so unfassbar gut. Görtler hat sich gelb geholt. Wechseln wir mal ein bisschen. Wir nehmen Görtler runter, weil er gelb hat. Dann bringen Darussaba, Diarrasuba für Gilmeno. Gilmeno, der tatsächlich mal eine okay Leistung gebracht hat. So, Arisa ist müde. Kreuchi nehmen wir runter, kann er sich den Applaus noch abholen. Den hat er sich verdient. Und Nuhu nehmen wir noch runter. Oh, Jakovic. Quintilla. Aha, Adamu hat zu hoch geköpft. Stillhart. Zurück auf Stergiou. Quintilla. Jakovic. Und Keskes dazwischen. Ja, 4-0 gewonnen. Sehr gute Leistung. Das muss runtergehen wie Öl. Werden die Spieler einen Tag frei bekommen? Ist. Verdammt! Das wollte ich nicht. Ich weiß noch nicht mal, was die zweite Frage war. Ja, Kreuchi, der ist zwölf Spielen, in denen er gespielt hat, hat er 15 Torbeteiligungen. Der ist viel mehr wert, als es sein Marktwert sagt. Abschließende Pressekonferenz beginnt. Spielt abermals zu. Seit 322 Minuten kein Gegentor. Ziggy ist ein super Torwart, der macht einen Riesenunterschied. Dann können sie den Lauf fortsetzen. Wir gucken von Spiel zu Spiel. Besteht die Gefahr, dass ihre Spieler selbstgefällig werden? Nein. Kreuchis Hattrick war unbestritten der Schlüssel zu ihrem Sieg. Wie bewerten Sie seine Leistung? Ich bin sehr zufrieden. Großer Teil der Tore fällt zu Beginn der Halbzeit. Die Jungs kommen direkt aus den Startlöchern. Adam Sörensen. Gucken wir mal, was er kann. Jan Bamert. Der könnte möglicherweise langfristig. Ja, nee, nicht wirklich. Kann nicht der Ersatz für Stergiou werden. Ich meine, der hat 14 Einsätze,
8-mal zu 0. Das ist eine Top-Quote. Damian Sen auf dem Trainerlehrgang. Ach, Co-Trainer von der U21. Ja, haben den Spieler frei bekommen. Hugo. Scouten den und bieten Probetraining an. Ich meine, vielleicht wäre es eine Möglichkeit, den ablösefrei zu holen. Yannick Scheidecker. Wenn das ein Innenverteidiger wäre. Nein, da keine Kraft. Dimitri Oberlin bei den Bayern. Scouten wir mal. Markus. Tom Juni. Auslaufender Vertrag im Mittelfeld. Wäre eine Möglichkeit. Ela Sauter. Scout mal. Bledian Krasniqi. Der hat eine super Zielstrebigkeit. Mika Schröers. Auch gut. Der Junge hat kein Interesse. Der ist extrem interessiert. Okay. Auch. Der hat wieder kein Interesse. Nachrückende Jugendkader hat das Potenzial, eine echte goldene Generation für den Verein zu werden. Das hört man doch gerne. Der offensichtlich um den Mittelfeldspieler, den wir im Auge haben sollten. Zwei Stürmer, guten jungen portugiesischen Stürmer. Ja. Das sieht gut aus. Dann zum Verletzungsrisiko, das interessiert mich eher weniger. Ich will. Kreuz am 16. Januar ist okay. Zweiten will ich nicht spielen und am 9. auch nicht. Doch, am 9. will ich spielen. Spielen wir am 9. und am 13., um nochmal die Spielpraxis hochzukriegen. Und dann spielen wir gegen. Gegen wen spielen wir denn? Was haben wir denn dann für einen in der Region? Komm, spielen wir mal gegen den FC Rugell. Wie viele Partnervereine wir haben. Und gegen den FC Bucks. Scheiße, ich hätte das mal als auswärts deklarieren sollen. Sagen wir die beiden Spiele eben wieder ab. Und planen die nochmals Auswärtsspiel. Sobald der mit der Berechnung durch ist. So, dann gibt es erst ein Auswärtsspiel gegen Rugell und dann gibt es ein Auswärtsspiel gegen den FC Bucks. Um die Spielpraxis hochzukriegen, reichen die, denke ich. Luzern kann uns nicht das Wasser reichen. Das hätte ich über Lugano gesagt, aber nicht über Luzern. Braut, der hat ein gutes Talent. Dem fehlt ein bisschen die Endgeschwindigkeit. Das wäre mal ein defensiv starker Außenverteidiger. Ein defensiv starker Außenverteidiger, der auch offensiv nicht schlecht ist. Verbessert sich langsam an Pressekonferenz teilnehmen.
Das Spiel gegen Luzern war zu Hause ein 1-0. Wir haben uns gut vorbereitet und denken, dass wir uns hier durchaus etwas ausrechnen können. Die sind seit 7 Spielen ungeschlagen, sind dadurch Dritter. Es wird sich ein Sieg von uns erwartet. Sind sie zuversichtlich, gegen so ein formstarkes Team zu bestehen? Wenn wir unser Spiel machen und ihr seinen Job macht, sollten wir das hinkriegen. Wichtig sind die Leistungen von Louis Schaub für Luzern. Ich denke, ohne ihn wird es für sie deutlich schlechter aussehen. Europas Golden Boy. Saka hat eine 718. Brotmann eine 724. Ist aber Innenverteidiger. Winger 716. Guerrier 722. Haaland rasiert. Haaland und Sancho haben die besten Leistungen. Rein aufgrund der Leistung, denke ich, Haaland wird. Ach, wieso sind die beiden? Dortmund ist Achter. Wie können die so überragende Noten haben? Haaland, Sancho, Delay. Warum sind die Achter? Umgekehrt, warum haben die so gute Noten? Frankfurt verloren, Hertha. Gut, Bayern ist okay. Augsburg. Ey, Leute, strengt euch mal an. Staubli loben wir nochmal. Jakovic. Stergiou, der weiter sich verbessert. Sli. Und Rona wieder. So, Arisa kann spielen. Stillhart ist noch nicht ganz bei 100%. Zutter nicht. Ja, Campos ist noch nicht fit. Das war klar. Ariza bringt bessere Noten als Ruiz, deswegen würde ich Ariza spielen lassen. Diarra-Suba spielt besser als Gilmeno. Wie sieht's bei Cabral? Ach ja, Cabral, der fällt ja noch länger aus. Aufstellung passt im Großen und Ganzen. Ach, Babic ist angeschlagen. Hab ich zu spät gesehen. So, zeigt den Experten, dass sie euch zu Recht mit Lob überschütten. Mit einer guten Leistung. Wie groß ist die Gefahr, die sie ausstrahlen? Ich freue mich darauf. Bisher in der Super League überragend geknipst. Der hat in 8 Spielen 4 Tore. Überragend geknipst, ist klar. So, Muheim hält ne drin. Okay, geht auf Ariza. Muheim. Quintilla. Oh, Muheim ist frei und hat Platz gehabt. Stergiou, ah. Schade. Schade, schade, schade. Da hat sich Stergiou zu einfach überlaufen lassen. Hat es dann zwar nochmal versucht, kam aber nicht dran. Laut den Freistoß in der Mauer. Jakovic, gut gemacht.
Uaim war dran. Einwurf für Luzern. Aber die legen schon stark los. So, Quintilla auf Ariza. Auf Muheim. Ariza wieder auf Muheim. Es war nicht gut ausgespielt. Oh, jetzt fehlt Stergio schon wieder da hinten. Oh, den haut er daneben. So, Ariza. Görtler auf Stergio. Jakovic. Oh, Adamu. Sehr gut. Weiter so. Immer weiter so, bitte. Da kam Stergio nicht dran. Freistöße. Genau auf Ziege, okay. Stergio, Muheim, Risa. Ein langen Ball auf Muheim kam aber nicht an. Tiller, Kreuchi, Tiller, Kreuchi, Nuhu. Das müsste abseits. Ja. War abseits. Alles gut. Wir sind nicht nochmal in Rückstand gegangen. Kreuchi. Jakovic. Quintilla. Raus auf Muheim. Auf Quintilla. Ah, Risa. Jetzt. Ja. Risa. Auf Muheim. Gör. Ne, Quintilla nimmt ne. Quintilla macht ne rein. Sehr gut. Spiel gedreht. Wir hatten zwar das frühe Gegentor, aber wir haben die Qualität, das wieder auszugleichen. Da kam Müller halt einfach nicht ran im Tor. Die Ecke. Oh, Quintilla wieder. Wieder Ariza. Salifu. 3-1. Kurz vor der Pause. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Dass Salifu aber auch zum Abschluss kommt, ist schon fragwürdig. So. Ist vielleicht nicht unbedingt verdient, dass wir vorne liegen, aber das ist schon großartig, was die Jungs da spielen. Jakovic fängt den Ball ab, haut ne weg. Ist ein Auswechselkandidat, weil gelb vorbelastet. Damo auf Kreuchi. Jakovic. Quintilla holt ne sich. Muheim. Risa. Salifu auf Muheim.
Bringt eine rein auf Ariza und Müller hält. Görtler, Tiller. Salifu ist durch am Pfosten. Schade. Wenn Salifu die Leistung aus diesem Spiel jetzt auch relativ lange bestätigen kann in den im weiteren Verlauf der Saison, könnte ich mir vorstellen, die Kaufoption zu ziehen. Die Ecke. Kam leider nicht an, aber gibt einen Einwurf. So, Ariza wieder. Adamu an der Latte. Muheim. Bring den Ball nach vorne. Klar. Ah, kam nicht bei Kreuchi an. Uhu. Blockt den Schuss. Ariza wieder mit einem starken Spiel. So, wir nehmen mal die ganzen Gelbsünder runter. So, wir wollen hier nicht eine Unterzahl riskieren. Ja, mittlerweile ist es verdient, dass wir vorne liegen. Zum Glück. Okay, jetzt probieren sie es ein bisschen offensiver. So, dann nehmen wir Kreuchi noch runter. Für Babic. Und ich bringe Stillhart noch für Görtler. Okay, Quintilla ist müde, aber muss jetzt noch 4 Minuten durchhalten. Ruiz müsste im Abseits gewesen sein, dachte ich. Quintilla außer Drehung weit vorbei. Rona auf Quintilla. Probiert's nochmal, Müller hält. Und das Spiel ist vorbei. 3-1 gewonnen. Das lässt sich sehen. Sehen, wie man das Spiel noch so drehen kann, muss das sehr erfreulich sein. Ja, der Trupp haben wir immer eine Chance. Bist du zufrieden mit einem beeindruckenden Resultat und einer Leistung wie dieser? Ja. Wir waren hervorragend und haben verdient gewonnen. Kam einfach nicht ins Spiel. Ihr habt noch 5 Minuten 1-0 vorne gelegen. So, Quintillas Treffer mit einem Schuss aus 21 Meter war ein Highlights. Der hat schon mehrere Distanzschüsse rausgehauen. In dieser Saison ist ja ganze 26 Spieler eingesetzt. Was? Können Sie erklären, warum die Zahl so hoch liegt? Ich achte immer darauf, aus allem Vorteil zu ziehen. Und wir haben Verletzungsprobleme. Kano gilt als Überraschungsteam, allerdings im negativen Sinne. Ich habe dazu nicht wirklich was zu sagen. So, Nanisa Yamo. Ja, könnten wir vielleicht holen, müssen wir mal gucken. Keegan Johannes, scouten wir mal weiter. Auch der kann eine Verstärkung sein. Vor allem günstig. Das ist im Moment wichtig. So. Ja. Das Spiel gegen Servet wird dann auch das letzte für heute sein. Dann hoffen wir, dass wir den Sieg dann auch mitnehmen können, damit wir auf einem Hoch aufhören können.
Dann geht's wahrscheinlich morgen Nachmittag weiter. Start dürfte dann wieder gegen 15:30 Uhr sein, denke ich. Ja. LSI Sophie. Scout-Meeting Hefti. Scout mal weiter. Philipp Frey, Scout mal weiter. Sukile Kivuti. Der hat eine sehr hohe Einsatzfreude. Den scouten wir auf jeden Fall. Samuel Ballet. Andrea Dorn. Ryan Guillaume. Das sind vor allem junge Spieler. Das finde ich gut. Die kann man noch ein bisschen formen. Dada Belmonte. Ja, scouten schadet nicht. So, Nu ist gesperrt. Da kommt Letta rein. Babic, maximal 75 Minuten. Lass mal immer spielen. Oh, Kreuchi. Ich lass Kreuchi mal draußen und lass Staubli das spielen. Risa gefällt mir, was der auf links macht. Cabral ist immer noch nicht wieder fit. Es ist sehr wetter. Bringen wir auch Finzern rein. Guten Tag. Nein, ich möchte eine Mannschaftsansprache halten. Und zwar, letzter Zeit gab es viel Anerkennung. Ich habe Vertrauen in euch. Ich habe Vertrauen in euch. Gut. Der Osama interessiert sich wirklich. Ach, Wetter stört nicht. Er spielt geduldigen Ballbesitzfußball. Ist letztes Spiel des Tages. Also, wir werden jetzt noch gegen Servette spielen. Versuchen nochmal den Sieg mitzunehmen und dann ist für heute Feierabend. Ihre Meinung zum geduldigen Ballbesitz. Ich bin ein großer Fan von dem Stil. Wir starren nicht in Ehrfurcht. Wir sind besser. So, Stergiou. Litta, Stergiou. Tiller. Risa. Danke für den Follow, Hurakan. Hier ist er mit der Flanke rein. Salifu auf Stergio. Das war schwach. Finzern auf Salifu. Arisa, Quintilla. Ah. Staubli. Letar, hol dir den Ball bitte. War immer ein Versuch. Okay, Babic auf Staubli. Kovic, Letar, Stergiou. Jakovic. In allem ist es noch kein so tolles Spiel von uns. Danke fürs Lob. Ich habe eigentlich bis vor kurzem
Habe ich auch immer nur nebenbei geguckt, aber ich dachte mir, jetzt kannst du ja auch mal selber anfangen zu streamen. Es ist jetzt der zweite Stream. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ah, die Ecke war leider nichts. Salifu. Litta, Risa. Können wir aus der Ecke doch noch was rausholen? Ah, Frick hält den. Schade. Staubli kommt leider nicht ran. Quintilla. Sich zu einfach überspielen. Letar. Und Ziggy hält. Und haut den Ball nach vorne. Görtler, Risa. Görtler, Babic. Das war eigentlich unser Stürmer und nicht unser Außen. Stergio, kommst du da nochmal rein? Okay. Nicht viel passiert. Ist ein sehr ausgeglichenes Spiel bis hierhin. Na, Jakovic, kommst du da ran? Nein, leider nicht. Aber Ziege hält den. Zander, Salifu, Finzon. Görtler, Finzon und Quintilla außer Distanz, Außennetz. Jungs, das ist bis hierhin noch nicht sehr gut. Salifu kann einfach durchlaufen und macht eine rein. Da hat die Abwehr von Servet aber gepennt. Schalk, Clichy, Sautier, da geht keiner in den Zweikampf. Da blieb ja nicht viel anderes übrig, außer dass Salifu den reinmacht. Und Babic. Frick hält. Ja, alles in allem ausgeglichenes Spiel. Der eine Konter von Salifu macht im Moment den Unterschied. Spielt mal ein bisschen besser. Ihr wart zwar alle nicht schlecht, aber ihr könnt besser. So. Jakovic fängt den ab und haut ihn raus. Quintilla mit dem langen Ball, der nicht ankommt. Oh, Finzon, Stergio, Finzon. Und der Pass auf Ziggy. Ich glaube, Quintilla nehmen wir gleich mal raus. Der spielt jetzt nicht so gut in diesem Spiel. Nehmen wir die Szene noch mit und dann gucken wir mal. Jakovic mit der Flanke, Görtler wieder rein. Gut. Dann nehmen wir Quintilla raus, weil der nicht so gut spielt. Jakovic ist auch nicht gut. Es wäre schon ganz gut, wenn Cambrell wieder fit wird. Weil Rona ist auch nicht wirklich besser als Jakovic. Görtler per Kopf auf den Keeper. Und Stergio fängt den ab auf Letar, Stiller, Stergio. Görtler, Stillhart mit dem langen Ball auf Ariza. Der legt ab auf Finzern, Flanke für Babic und Keeper hält.
Rona fängt den Ball ab. Stergio zurück auf Ziggy. Spielen wir mal wieder von hinten raus. Babic. Ah. Stillhart, Arisa, Stillhart, Finzern. Görtler bringt. Und Arisa am Ende Fre Abstoß. Ne, Freistoß, weil abseits. Finzern, Babic, Risa, Salifu, Görtler. Ah, Frick hält. Aber wir kommen mittlerweile zu Chancen. War das wieder Görtler? Kommt leider nicht ran. Ja, das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. So, Letar fängt den Pass erstmal nicht ab. Und keiner ist bei Antunes, der einfach abschließen kann. Dann Görtler nehmen wir runter. Ja, lass mal Ruiz mal im Mittelfeld ran. Staubli, lass mal Damo mal auf den Flügel. Was für ein Handy gibt es denn für 50 Euro? Find's dann noch runter. Damo hat den. Rona, Letar, zurück auf Ziggy. Und jetzt nochmal. Kommt schon, Jungs. Holt euch noch den Sieg. Muheim, der sich gegen Sautier durchsetzt. Ah, Damo köpft drüber. Schade. Stillhart, Ruiz, Stillhart. Auf Adamu. Und der macht das 2-1. Sehr gut, Adamu. Kannst also auch vom Flügel. Okay, das war ein schlechter Einwurf. Moheim, da hättest du nicht abbremsen dürfen. Gut abgeblockt. So, Ziggy haut den Ball lang nach vorne. Damo verliert den leider. Letar holt zurück und verliert direkt wieder. Rona kommt nicht in Zweikampf. Letar fängt eine ab. Und nochmal eine Ecke. Letar köpft den raus. Und der Konter über Adamu. Auf Babic. Der war im Abseits. Letar. Mülheim haut den raus. Stergio per Kopf da. Salifu rennt sich da so ein bisschen fest. Aber holt den Einwurf raus. Letar auf Rona. Letar haut ihn nochmal nach vorne. So.
Dann gewinnen wir das Spiel nochmal. War ein guter Sieg, auch hochverdient. Haben wir komplett verdient. Mannschaft hat bis zum Schluss gearbeitet. Auch das kurz vor der Halbzeit, das war der perfekte Moment für ein Tor. Dann machen wir die Pressekonferenz immer noch mit. Spielt Tor war unverdient, auf keinen Fall. Hat sehenswert getroffen, muss ich zugeben. Technologie spielt eine entscheidende Rolle. Ja. Allgemein Videobeweis ja, sofern es Regeln dafür gibt. So. Dann speichern wir schon mal. Ich würde sagen, alles in allem war's. Sind wir relativ erfolgreich durchgekommen heute? Ja, das 6-4 gegen Galatasaray, das war abenteuerlich. Mit zwei späten Toren in der Nachspielzeit. Also 92. und 93. Sonst hätten wir es zumindest in der Verlängerung geschafft. Ansonsten unentschieden gegen Basel, alles andere gewonnen. Darauf lässt sich ausbauen. Aufbauen. Ich denke, wir werden morgen ähnlich erfolgreich weitermachen können. Ja. Stream wird wieder gegen 15:30 ungefähr starten. Vielleicht auch erst 16 Uhr. Je nachdem, wie früh ich von der Arbeit wegkomme. Müssen wir mal gucken. Aber alles in allem wünsche ich euch noch einen ruhigen Abend. Habt noch ein bisschen Spaß. Vielleicht bei anderen Streamern. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns morgen. Dann viel Spaß noch. Macht's gut. Ciao.